Falsche Szene, hallo, hier sind wir. Okay, ich habe es ganz schnell durchgezogen. Moin sind 44. Hallo. 44. Ja. 44. Wow. Heute ist ja ein richtig cooler Dude hier. Wir müssen, wir sind kreuz und quer. Äh, ne, meine Sonnenbrille habe ich leider nicht da. Aber ich nehme einfach meine meine äh, Tränensäcke und meine äh, Augenringe, die sind genauso schwarz wie deine Brille. <laughs> Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, Leute. Heute ist mal wieder Plankenschnack. Der letzte ist ja leider Gottes ausgefallen, weil wir nicht nee. da waren, denn wir waren auf dem CT. Nee. Das ist falsch. Der äh, vorletzte, Entschuldigung. Der vorletzte. Ich bin voll raus. Wir machen das zu häufig. <laughs> ich bin voll raus. Warum machen wir GTA? <laughs> Ach so, wir spielen jetzt GTA. <laughs> okay. okay, endlich. Ich, ich, ich hau's mal in die Runde, GTA. Muss ich mir jetzt einen. Charakter aussenken? Scheiße. Wie wär's denn mit, mit Jakob Lentis? Muss ich dann so eine Stimme auch auflegen? So ja. Hallo, hallo, ich bin Jakob Lentis. An dem Chef. Zu war. Gast haben wir heute des Ei. Des guy ist derjenige, der hier am häufigsten zu Gast war. Echt? Um das, ja? ja. Du kannst dich geehrt fühlen. Stell dich doch kurz vor, Sascha. Ha, es gibt ja auch ich Menschen, bin... die kennen dich nicht. Ich bin das ich bin hier am Plankenschnack äh, bisher am häufigsten zu Gast gewesen. <laughs> <Hallo>. okay. <laughs> okay. Nein, ja, hi. Ähm, ja, ich bin äh, der E-Guy. ich bin ein äh, Streamer, der auf Twitch sein Unwesen treibt, das nun seit ähm, zwei Jahren äh, quasi hauptberuflich tut. Also, das ist nicht nur ein Hobby, es ist sogar mein Job. Und äh, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ich denke, alles andere werdet ihr äh, dann erfahren, für die Leute, die uns alle hier nicht kennen. Ja? Hi, na? Hi. Um gleich Hi. mal die Ver 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 Verwirrung zu klären, warum das so pixelt, äh, es ist das Internet, Leute, okay. Ist nicht so einfach, vier Full-HD-Kameras zu übertragen, I'm sorry. Seid nicht traurig. Aber es ging bis ja. jetzt schon 44 Folgen lang, also wird das jetzt auch die Folge über noch gehen. Okay. Okay. Super. Deine Klimaanlage im Hintergrund ist toll. Die ist geil, oder? Allerdings ist die gerade nur auf dem äh, Ventilatormodus, weil eigentlich ist es sehr angenehm hier. Aber ein bisschen Luftzirkulation ist schon ganz geil hier drin. Ja, gerade Füße rum. Ja, richtig. Sehr geil. Frische Fußbelüftung. Tut gut bei dem Wetter. Sali <laughs> Slammi. Oh. Hier so? Ja, okay, super. Du, des, deswegen bist du der dritte Gast. No, also zum dritten Mal hier. Tolle Überleitung, Sascha. Toll. Super. Wurde ich was gefragt? Keiner will was, ich Keiner will was sagen. Ja, will. ich habe einen Ventilator. Äh, so, ich habe einen Ventilator. Der pustet auch. Voll toll toll. Ich habe einen Keller. Ich brauche keinen Ventilator. Oder Klima. Also Achso, wenn, ich, wenn ich euch mal die weiteren vorstellen darf, äh, ihr seht quasi <laughs> unten links im Bild, also quasi zu meiner Linken. Das ist äh, der Slapsticker. Ebenfalls ein Twitch-Partner hier auf Twitch, was mich sehr freut, wirklich. Slappy, an der ist schon mal einen herzlichen Glückwunsch meinerseits. <laughs> ich habe Angst. Möchtest du dich nicht etwas vorstellen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du für Hobbys? Ähm, mein Name ist Slapstick. Ich streame hier auf dieser Plattform. Äh, in den letzten paar Tagen nicht so häufig. Da habe ich mir ein wenig Zwangsurlaub aufgelegt, aber ab morgen geht es dann auch wieder weiter. Ja, hi. Einer. No. Du hast wolltest du gerne so Schwimmfahrrad fahren? Äh, Fahrradfahren, ja, schwimmen nicht so. Ich stehe ah. nicht so auf, auf Schwimmbäder und Urin im Wasser und so. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Wieso musst du immer pullern im Schwimmbad? Ja. Okay. So einer bist hm? du also, ja? Ja, im, im Babybecken, da ist das Wasser so warm. Hast du, mal, hast du dich mal in warmes Wasser gestellt und musst es pullern? Also, das ist ja normal. Warum bist du im Babybecken? Weil das nicht so hoch ist. Ich merke schon. Ja. Ich kaufe dir ein paar Schwimmflügelchen. Habe ich. Ach, oh. Dann puste ich sie dir auf. Ich habe auch so ein Gummiboot, mit dem fahre ich da immer rum. Cool. Ja. Sally, wer bist du denn? Okay, wollte ich gerade sagen. <laughs> Vielleicht können wir das abbrechen. Wir wissen doch, wer wir sind, oder nicht? Nee, wer bist du? Ich mach doch einfach mal bitte mit jetzt. Hi, ich bin die Salista Belladonna. Ich streame hier auf Twitch, bin seit über ein Jahr lang Partnerin und ich äh, streame hauptsächlich Achievement Hunting. Zusätzlich häkel ich gerne, ich male gerne Bilder aus und bin immer ganz nah am Chat dran. Und Schimpfwörter Was? vor allen Dingen. Malst du gerne aus? Ich spiele ja momentan Plattformer, ne? Alter Verwalter, so hast du aber doch keinen Bauarbeiterschutz hören, du. Die, die Spiele machen mich. Ich freue mich so auf Crash Bandic und da geht's dann richtig ab. Das wird voll gut. Ich, das wird super. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf 100% spielen möchte, aber das Anliegen ist sehr groß. Boah, da muss du alle time Attacks und sowas auch schaffen, ne? Oh, weißt du wie schwer. Ich kann es mir vorstellen. Das wird ein äh, hartes Ding. Nee, ansonsten alles super. Und Disney, wie war deine Woche so? Oder besser gesagt, deine zwei Wochen. Du hast es komplett kaputt gemacht. Wow, was habe ich kaputt gemacht? Sascha hat so schön angefangen, so ein Vorstellungsding. Ja. Und dann willst du doch mal vielleicht. Wir, wir können doch mal zurück. Ich habe heute die Technologie des Rückspulens im Stream gefunden. <laughs> ich bin die Quotenfrau, ich muss es kaputt machen. Ich habe heute das, das Rückspulen entdeckt. Ja, Willst du zurückspulen? Soll ich dir zeigen, wie man zurückspulen? Zeig. <laughs> okay, jetzt bist, jetzt bist du dran. So kannst du zurückspulen. So kannst du alles wegmachen, was du falsch gemacht hast. Mhm. Wow. Ich mach das doch jetzt nicht nochmal. Spul -Alber. frag doch mal Dizzy, wer ist... <laughs> Der beste Start äh, seit langem. Ich freue mich hier zu sein, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Das <laughs> ist <fertig. lacht> es ist ein Fest. Du hast immer noch die Möglichkeit, zurückzuspulen. Hey, ich war zu total zufrieden mit meiner Ansage. Was war denn? Warum? Was habe ich denn kaputt gemacht? Das war voll gut. Ich habe alles kurz und knackig erwähnt. Hm. Frau, Frau Bella Donner, wenn ich an der Stelle mal kurz noch fragen dürfte, ne, haben Sie denn Hobbys oder so? Machen Sie denn irgendwas außerhalb von dem Internet? Was? So schwimmen, Fahrrad fahren oder so? Hm, kann mich, ich nicht, was? Fahrrad fahren können Nein, Sie nicht? Ne? Fahrrad Nein, fahren, ich fahre nicht Fahrrad. Okay, das ist nicht Nee, hat meine Mama gesagt, ja? ist ungesund. Mädchen sollen nicht Fahrrad fahren. Oh, ja, ich ja, ja. 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 Nicht mhm. Fahrrad fahren. Nein, das ist schade, ja gut. Mhm. Ja. Mädchen sollen nicht Fahrrad fahren? Das waren. Oh Gott. Ach so, ich wollte gerade sagen. E eher jung. Wir können uns dann mehr kaputt machen als Mädchen. Da, da fällt mir gerade spontan äh, zur Aufmunterung ein Witz ein, den ich an der Stelle gerne einwerfen möchte. Ja, bitte. es ein. Es, es ist ein sehr primitiver Witz. Es ist ein Deine-Mutter-Witz. <laughs> der, der geht so: Deine Mutter schubst kleine Kinder vom Rad und riecht am Sattel. <laughs> Was? So, geht's? Wie geht's dir? Ich verstehe den Witz nicht. Ja, sag ich doch, der war nicht. Äh Ah. Eine Mutter schubst kleine Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel? Ja, das ist halt, ja. Wegen Babypoops oder so? Ja, weiß Ach. ich nicht, keine Ahnung. Das ist halt, hab ich mal gehört. Chat, habt ihr den verstanden? Wow, <laughs> und wenn jetzt jemand Ja schreibt, ne? Ja. Da gibt's nichts zu verstehen. Super viele wie die Leute das schon. Lol, der war super witzig, Sascha. Ey, hat den einer verstanden? <laughs> hat den irgendeiner verstanden? Bitte, äh, äh, ja, 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 okay. Leider ja. ja. Okay, ähm, okay. um, gut. Izzy, wer bist du denn? Hallo, ich bin Dizzy. Hi. This, this used to be a GDA Stream? Nicht mehr. Hm. Also, so deine Hobbys? Lange Spaziergänge am Strand? Das ist die beste Einleitung sein Lago, oh, die Scheiße. Lange Spaziergänge ja. am Strand in der Tat nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so fett. Ja. Ich sitze gerne am Computer. Wieso kannst du auch langsam spazieren gehen? Also spazieren, fahren. Nee. <laughs> Oder rückwärts laufen. Nee, ich fahre eigentlich äh, gerne immer, äh, also Hobbys sind sehr gerne zu äh, Sascha fahren und 144-Hertz-Monitore <laughs> installieren. Du kannst dich mal ganz gut gerne haben. <lacht> <lacht> weil das ist auch wie, das ist wie spazieren fahren, weil man muss ja auch zu den Läden hin und Sachen kaufen und wieder zurückbringen. Zu, zu den, war zu den Läden mit dem roten Logo? Nee. Oder wie ja. habt ihr das damals beschrieben? Die anderen. Ich weiß es, ich ich, ich weiß, ich weiß es noch. Ich weiß es noch ganz genau. Ähm, ja, die Woche war gut. Also die letzten zwei Wochen waren generell sehr gut, ja. Wir haben GDA aufgehört. Schade. Und ähm, Dafür andere Dinge wieder neu angefangen. Also es ist sehr, sehr, sehr schön gewesen die letzten zwei Wochen, ja. Karma? Karma? Ja, ja, ich finde jetzt äh, Rollenspieler in Arma geworden. Ich muss ja gucken, wo ich bleibe, ne? Die ganze Zeit Karma verstanden. <laughs> ja, das haben wir heute gar nicht. Nee. <laughs> Karma-System ist aus heute. Ähm, aber es ist äh, sehr gut. Es ja, <laughs> ist perfekt. Was hast du so gespielt jetzt, nachdem du aufgehört hast mit Kea? Äh, ben und Ed habe ich durchgespielt. Ähm, Darkest Dungeon habe ich äh, gespielt. Ich habe City Skylines gespielt. Also, ich habe sozusagen in zwei Wochen mehr gespielt als das letzte halbe Jahr, habe ich das Gefühl. Mm. Und auch durchgespielt. Oh. Achso, ich habe heute noch einen Computer zusammengebaut im Internet. Oh ja. Oh ja. Ja, ich war bei oh. der lieben Lara Loft zu Gast und äh, habe mich mal wieder mit einem unkontrollierten Chat auseinandergesetzt. Beste Grüße an dich, Lara, kannst du nichts dafür. Aber die ganzen White Knights, die haben mich gefreut. Habe ich mal wieder was dazugelernt, ja? Nicht What außerhalb nice. von, deinem Einzel von deinem eigenen Stream Computer zusammenbauen. das war schön, hat Spaß gemacht. Es äh, sind viele Sachen gerade am passieren. Wir haben auch, äh, ich habe einen Computer, habe ich schon ein bisschen was rumgebaut. Das läuft auch. Also, es ist. Geht Aha, wieder. Im Blackbeard. Ja, ein Blackbeard hm? habe ich weitergebaut. Und ich habe meine Grafikkarte auseinandergenommen und habe einen Wasserblock draufgesetzt. Ich habe mir noch nicht so sehr in die Hose gemacht. Oh ja. Oha. Das kann ich nachvollziehen. Das habe ich verpasst. Ja, ich habe halt ne, meine Grafikkarte auseinandergebaut. Was hattest das, du für eine? Eine 1080 Ti. Äh, Im im Founders Edition, ja. oder? Und da habe ich einen Wasserblock draufgesetzt. Und ich habe das vorher noch nie getan. Also mhm. ich habe sozusagen alle Schrauben rausgedreht. Bei -bye Garantie. Die Garantie verfällt, ja, das ist richtig. Ja. Weil der Aufkleber geht ja kaputt. Das war sehr witzig, ja. Also es war wieder viel los. Es hat äh, extrem viel Spaß gemacht, ja läuft sie noch? Ja. Hast du sie schon getestet, die nachdem du sie gebaut die, hast? Ja, ja, die läuft noch. Alles gut. Ist da, cool. ist auch so, da ist auch so äh, blaues Pulver auf den Schrauben, ja. wenn du die aufmachst. Ja, wäre es aufgefallen? Ja. ja. Wenn das raus ist, ist die Garantie auch futsch. Ja. Oh. Die wissen das ja. ja, natürlich. Aber wenn man ganz nett und human ist, kriegt man das bestimmt umgetauscht. Wenn man ganz lieb fragt. Hallo. Ich hab das habe damals mit meiner 89T auch gemacht. Da habe ich so einen, kein Wasserblock, sondern äh, drei Lüfter, ja. extra Dinge jetzt drauf gepackt. Schlimmsten vier Stunden meines Lebens. Das war wie eine Operation. Es ist Wahnsinn, oder? Also, man okay. kommt richtig ins Schwitzen. Ja. Das ist äh, also ich bin nachher echt gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Dann. Mhm. Das wird wahrscheinlich so am letzten Tag dann nur noch so laufen. Oh nein, ich will kein Wasser reinfüllen, oh Gott. Okay. Äh, hoffentlich ist da kein Soda drin, sonst spritzt das alles rum so und dann. Ja, ich habe ein bisschen Angst, aber es wird schön, ja. Es wird toll. Ja. Ähm, Zu den Themen. Um, ich würde sehr gerne die, die Gaming-News äh, durchgehen, weil es ist nicht viel passiert, weil es ist nämlich Sommer und es kommen nicht viele Spiele raus. Und das ist das, das heißt Coole. Das bekannte Sommerloch. Das bekannte Sommerloch, ja. Das, das könnte man sogar thematisieren und vielleicht mal über das Twitch-Sommerloch reden, weil äh, einige Menschen reden ja auch davon, dass es ein Twitch-Sommerloch gibt. Glücklich. Und das. Äh, würde ich sagen. Vielleicht sollten wir das nachher nochmal kurz äh, besprechen, weil ich glaube, das passt auch ganz gut rein. Aber oh. ähm, es sind ja einige Dinge zusammengekommen und du hast ja schon einiges zusammengesucht, äh, Slabby, und äh, vielleicht sollten wir darüber mal reden. Ich trage hier gerade noch Sommerloch ein. <laughs> ja, wo, wo, wo fangen wir denn mit an? <laughs> ganz oben, weil das geht nämlich heute los und ich bin Alter. super gehypt. Oben. Ja. Yo. Ähm, Heute vor zwei Stunden, yeah. zweieinhalb Stunden, ist es losgelaufen. Äh, die SGDQ ist äh, heute, äh, ange äh, hat heute angefangen. Ja. Games Done Quick, die Sommeredition heute wieder für eine ganze Woche. Ähm, zocken die Speedruns komplett durch rund um die Uhr und ähm, da wird man mich wahrscheinlich im Chat am meisten zu äh, am meisten antreffen können. Tatsächlich, da freue ich mich richtig drauf. Ich habe schon mal auch. geguckt, ein paar ähm, Highlights kommen ja direkt jetzt sofort, wo ich ja leider hier sitze. Ähm, Zum aber Beispiel noch einige. Warte, ich muss erst selber gucken. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, ich bin auch auf jeden Fall super gehypt. Oh, darauf. Jetzt gerade. Jetzt gerade läuft mir automata. Uh, voll gut. Aber das nee, kann also man ja. Das, ja, das kann man sich äh. noch mal anschauen. Ja, Wollte ich gerade sagen. Ich sehe das wahnsinnig gerne. Also ich schaue das jetzt schon seit zwei Jahren und, und oh, das ist toll. Also falls ihr Super. da draußen Leute das noch nicht kennt, äh, ich gebe euch da gerade mal einen Link zu und dann könnt ihr euch das mal angucken. Es ist wirklich eine feine Sache, Leute. Äh, es ja. ist für einen guten Zweck, muss man dazu sagen. Also es wird eine Woche für einen guten Zweck gestreamt. Falls ihr das da draußen nicht kennt, da sind äh, jegliche Speedrunner aus der ganzen Welt zusammengetragen. Und die streamen 24 Stunden äh, Speedruns von allen möglichen Spielen, von, von Mario bis hin zu Wolfenstein, also auch neue Sachen. Und äh, ich glaube alle, ich weiß gar nicht, wo es dieses Mal hingeht, aber letztes Mal ging äh, der ganze Ertrag aus einer Woche an Ärzte ohne Grenzen. Und äh, sozusagen alles, was da eingenommen wird, geht an den guten Zweck. Und das ist wirklich eine sehr, 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 sehr geile Sache. Und es ist interessant. Wobei auch manchmal ein bisschen, wie nennt man auch das? So? Übrigens zu Ärzte ohne Grenzen. Auch wieder, ja? Mhm. Oh, schön. Das freut mich. Guckst du das aus, ähm, Ich habe die letzten dann ähm, äh, Quick-Streams äh, ein bisschen verfolgt. Meistens nachts, wenn ich irgendwie dann irgendwie im Bett lag und irgendwas gesucht habe, um einschlafen zu können. Ich äh, hätte für sowas nicht die Geduld. Also, ich guck's gerne, ja, aber ich würde ausrasten, wenn ich's tun würde. Also Speedruns ähm, wären auch. Ja, Speedruns, für mich. bei mir würde alles, glaube ich, irgendwo hinfliegen. Mhm. Aber ich finde es cool, dass es Leute gibt, die so weit Der macht das sogar mit einer Hand, sich ich gerade. Ach ja, What stimmt. What the fuck? Der ist ja nur einhändig. Richtig. Also, er, er spielt einhändig. Ich weiß jetzt nicht, ob er nur eine Hand hat. Aber. Richtig. One-Handed. Sein Name ist ja auch Half-Coordinated. <laughs> nee, ich finde es auf jeden Fall cool, dass es sowas gibt und dass halt äh, solche Events genutzt werden für gute Zwecke. Finde ich, find ich geil. Gucke ich gerne. Ja, vor allem im Bett dann zum Einschlafen. Hat schon mal jemand von euch Speedrun versucht? Ja, und? Dark Souls 3. Wie <laughs> <laughs> ich mein, weit wow. du gekommen? Wir reden nicht drüber. Oh. <laughs> War so gut, ja? Die Chat und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir nie wieder darüber reden oh. werden. Ist das eine wunderschöne Entschuldigung, Dann vergiss Also, die das ersten zehn Minuten habe ich echt gut hinbekommen, muss ich sagen. Es hat mir echt viel geholfen, mal Dark Souls von, der, von einer ganz anderen Perspektive anzusehen, weil du lernst wirklich diese Route und dann diese ganzen einzelnen Tricks und so. Ohne jetzt großartig Glitches zu benutzen, aber einfach wirklich da durchzurennen und zu wissen, wo muss ich jetzt hinlaufen, um so schnell wie möglich von Boss zu Boss zu laufen. Und das war echt, ähm, das war ganz cool und das hat mir dann auch hinterher geholfen. Ich habe das einmal durchgespielt, dann habe ich mir diese Speedrun-Taktiken rausgeguckt und danach habe ich das nochmal halt sechsmal ähm, bis halt New Game Plus 7 halt eben durchgespielt oder siebenmal dann eben und ähm, dafür war das echt praktisch, mir diese ganze Route anzugucken, wo ich dann langlaufen muss, weil ab New Game Plus 3 oder was machst du halt nicht mehr irgendwie das vom Trash Mob zum Trash Mob läufst, sondern du läufst tatsächlich nur noch von Boss zu Boss. Und die Perspektive mal zu haben in so einem Spiel ist ganz praktisch, tatsächlich. Ich habe gestern versucht zu Speedrun was? Was denn? Wolfenstein: The New Order. Und er schon. War <laughs> schnell. Speedrun, ja. Also für meine Fälle ist das wirklich schnell, drei Stunden schneller als sonst. Hm. Also, ich habe schon überlegt, ob ich das das nächste Mal mal probiere. Aber ich, das geht halt nicht wegen der Story, weil sonst muss ja die, die Story weglegen. Der Rekord liegt bei einer Stunde in der 30. Ja, also. ich meine, das ist äh, wenn, wenn du einen Speedrun machst, dann hast du in der Regel das Spiel auch schon mal gespielt und kennst das. Also, ich finde tatsächlich halt Speedruns von irgendwelchen alten Games wie Super Mario oder sowas, um einiges interessanter, weil man kennt den ganzen Twitch schon tausendmal. Ja. Ja. Ähm, da ist es eigentlich schon ganz cool, so bei neuen Games, also hier äh, Nea Automata zum Beispiel. Äh, ich habe das Spiel, kenne ich nicht großartig. Also, ähm, ich sag mal, ein Speedrun ist dann cool, wenn man das Spiel kennt und die Story kennt und das schon mal gemacht hat und weiß, worum es geht, etc. pp. Und dann vielleicht sich selber versucht, ein bisschen zu challengen und rauszufinden, okay, wie komme ich da schnellstmöglich durch? Ja, das finde ich schon interessant. Aber wie gesagt, so die alten Dinger oder Donkey Kong Speedruns, holy fuck. Ja, oh, Mega gut. Mega gut. Perfekt. Ja. Nee, mach du. Ja, ich wollte nur sagen, wenn ich den Spiel noch nicht gespielt habe, dann ist, es, ist sowas für mich erstmal uninteressant. Ja, das stimmt. Vor allem dann diese Glitch-Runs und so, die sind dann relativ uninteressant. Ja. Vor allen Dingen. So, wenn, wenn du noch von Boss zu Boss machst und alle Bosse und ohne irgendwie großartig irgendwie so einen Glitch zu benutzen, dann finde ich das auch noch relativ interessant. Aber wenn die sich da hier irgendwie hinstellen, so in, in Zelda zum Beispiel, in Ocarina of Time und dann die ganze Zeit diese Jumps nach rausmachen und dann irgendwie außerhalb der Welt rumlaufen und so, das finde ich dann relativ uninteressant tatsächlich. Ich finde das schon interessant, weil, weil man überlegen muss, wie viele Leute da Wissen zusammentragen. Ne? Also, ich habe den äh, normalen Zelda-Run gesehen, da dauert, glaube ich, drei Stunden 45 äh, Ocarina of Time. Ich weiß nicht, ob das No-Clitch ist, aber. Das ist schon, du siehst halt dann, wie der sich seitlich stellt. Der macht ja vier Sprünge seitlich und dann macht er den Sprung nach vorne und kommt halt oben drauf. Und dann denke ich mir immer, bei Spielen, die in einem Speedrun so in unter einer Stunde schaffbar sind, da muss man sich zwar schon viel merken, aber wenn das dann so ein großer Epos ist ne, und sich da all die Sachen zu merken und es wird ja immer wieder zusammengetragen und dann wird was Neues gefunden und wie du das halt schneller absolvieren kannst. Bei Zelda ist es oft, dass die asiatische Version genommen wird, weil die Texte kürzer, sind, man, weil man es schneller skippen kann, und das finde ich super spannend. Ich meine, ich habe, ich zock seitdem ich laufen kann, und deshalb äh, kenne ich auch sehr, sehr viele Spiele. Und das ist, ich liebe das. Also ich gucke mir das unglaublich gerne an. Bei Spielen, die ich nicht kenne, dann ist das so. Mh. Bei Breath of the Wild zocken Sie jetzt die deutsche Version, weil die am wenigsten Text hat und die am schnellsten zu skippen ist. Tatsächlich. Ehrlich? Ja. Siehst du? Also, ich glaube, deutsche und japanische Versionen sind relativ gleich, aber ich habe schon häufig bei, bei Breath of the Wild Speedruns eingeschaltet, bei, bei Amis und so. Die haben sehr, sehr häufig ähm, die deutsche Version gespielt. Das finde ich interessant. Für mich selber wäre es nichts. Also, nee. ich, bin, ich bin ein 100%-Spieler, das mache ich gerne. Aber ähm, Speedruns, das wäre jetzt. Äh, nein. Das muss auch frustrierend sein. Das alles zu lernen. Ja, vor nee, allem, weil manche Leute ja drei, vier, fünf Spiele Speedrun können. Das finde ich dann schon sehr krass. Ja, Cherno zum Beispiel. Der dann in einem Stream mal eben Half-Life äh, und noch zwei andere Spiele irgendwie <lacht> <spielen>. <lacht> Einfach mal so. Wenn du einfach die Namen auch kennst, da wäre ich schon komplett raus. Ja, Cherno. Den ja doch, Cherno, den kennt man. Also den können ich auch. Kennt Chianoble. Nee, das ist was anderes. Also. Das ähm, was. Letztes Mal bei der AGDQ im Winter hat ähm, ein Typ Ocarina of Time in blind. Also mit mit ähm, ne? blindem Tuch, äh, keine Ahnung, Tuch vor den Augen gespielt und halt halt nur auf die Sounds geachtet. Das fand ich auch krass. Wahnsinn. Ja. Also ja, sowas ja. kommt dann eben auch. Es sind nicht nur Speedruns, sondern es sind dann auch, vor allem zum Ende hin, kommen dann auch noch so Event-Runs und so. Die sind auch ganz cool. Wow. Zwei an einem Controller-Speedrun und so eine Sche Also da gibt es echt einiges zu sehen, das ist sehr interessant. Oder gegeneinander Speedrun, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Ja, bei Super Mario 1 machen die das immer, ne? Da ist ja der Rekordhalter in Super Mario 1, dem allerersten auf dem NES. Mhm. Ähm, der hat letztens, glaube ich, den Rekord äh, nicht unterboten, weil das ist äh, un unmöglich, aber der hat den eingestellt von ähm, dem mechanischen ähm, Speedrun. Das heißt, ein Computer. Hat vorher den bestmöglichen Run gelaufen und er hat die gleiche Zeit erreicht. Was? Bei Super Mario 1. Wow. Also, es, er ist quasi den, den eine Maschine normalerweise nur laufen kann, hat er erreicht. Das fand ich krass. Holy moly, what? Das ist schon krass. Aber da das steckt auch richtig Arbeit dahinter. Also, ich äh, schaue sehr viel Speedruns auf Twitch, außerhalb auch von ähm, GameStone Quick mhm. und das ist halt. Beispiel Bloodborne schaue ich äh, sehr viel und das ist dann schon ne, da und da gefällt zack Neustart Neustart oder äh, Mario 64 gucke ich auch unglaublich gerne und das ist schon da gehört schon einiges dazu da und dann Fehler gemacht ne mach mal Neustart alles klar und dann denke ich mir immer so oh Gott nee das das könnte ich halt nicht ja da würden bei mir die Sachen fliegen mm. und aber Ne, in der Woche mindestens drei, vier Mal, damit die da auch drinnen bleiben. Und da steckt schon richtig Arbeit dahinter. Ja. Ja, das stimmt. Wo wir gerade also, von den ganzen. Sollte man halten. auf jeden Fall auschecken. Vor allen Dingen ist es eine sehr, sehr schöne Art, neue Streamer zu finden. Da mhm. finde ich immer den einen oder anderen. Nicht nur halt Speedrunner. Also zum Beispiel Witwix kannte ich damals schon vorher, aber der ist ja damals vor zwei, drei Jahren. Ich weiß gar nicht mehr wann das war. Ist oh. der ja durch die SGDQ oder AGDQ damals explodiert, weil er einfach so einen unfassbar guten Bo äh, Boshi-Run gebracht hat. Boshi. <laughs> ja. 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 Wahnsinn. Also einmal Witwigs bei Boschi zu sehen ist. Wow. Ja. Aber das ist doch easy peasy, Boshi. Ja. Naja, sicher. <laughs> hör, hör ich da eine Challenge? Haben wir doch letztens gerade durchgespielt bei dir auf dem Fernseher. Ach, das war das oh, nicht das, wo wir die Kamera äh, vergessen haben anzumachen? Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. War da eigentlich. Ja, hätte ich gern gestreamt, aber ähm, naja. Ja, war, war leider ja. Internet und so. ja, gut, man muss ja auch irgendwie den 144-Hertz-Monitor testen, nicht? Ja, das ist richtig, ja. Ähm, wo wir gerade von den alten Spielen ge gesprochen haben, Crash Bandicoot ist rausgekommen. Guck sehr gerne. Ja, muss ich sagen. Ja. Ich Darf ich direkt anfangen zu flamen? Ja. What? Ich hasse erst auf der Playstation Spiele zu kaufen. Warum? Wie die Pest. Ich kann auf einer Playstation keine Spiele kaufen. Es oh. funktioniert nicht. Weil immer musst du den Shit abgleichen mit deinen Ausweisdaten. Mm. Und dann ja. bringt dir immer irgendwelche Fehlermeldungen. Ja. Dann versuche ich das online in diesem, keine Ahnung, Social dings bums bei Sony zu machen. Das ist genau das gleiche. Das heißt, ich muss mir immer irgendwie extern irgendwelche Gamecards kaufen, die dann über Playstation aufladen, um mir dann Spiele zu kaufen. So. Würde ich nur mal sagen, das habe ich bei Crash Bandicoot vor drei Tagen gehabt oder vor zwei Tagen. wollte ich mir auch holen. Das habe ich schon öfter gehört, das gibt es aber nur irgendwie in Deutschland. Ja. Keine Ahnung, wir das nicht. Du musst, immer, du musst nicht. immer vier Zahlen von deinem Perso übertragen, wenn du mit Paypal bezahlen möchtest. Ja. Das ist unfassbar <laughs> nervig. Ja. Haben wir bei uns in der Schweiz nicht. Aber Crash Bandicoot ist halt der Hammer. War immer gewesen. Mhm. Udebügger. Bugger. Das, ich habe es nicht cool. gespielt, aber ich muss sagen, ich hatte das vollkommen falsch in Erinnerung. Ich habe das aus der ähm, Uncharted 4, da konnte man ja kurz ähm, ja. das Spiel spielen, aber da lief man ja immer zur Kamera hin. Und da hatte ich irgendwie im Kopf, dass das immer so ist, dass man zur Kamera hinläuft. Und jetzt habe ich gesehen: nö, die meisten Teile sind einfach nach vorne oder halt seitlich. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, das warum habe ich das so noch ab. nie gespielt? Ja. Und ich glaube jetzt, also ich habe ein bisschen bei Drakon reingeguckt, ich habe bei Divi reingeguckt und so, bei den anderen. Mhm. Ähm, Sieht sehr, sehr spaßig aus. Ich glaube, ich werde es auch demnächst mal anzocken. Ich will ja, auch echt so am überlegen, obwohl das gar nicht mein Ding ist, aber ich bin so kurz davor, es mir zu holen und dann nachher zu sagen, Mann, wieso habe ich das schon wieder gemacht? Das ist doch voll scheiße. Ja, genau, darauf freue ich mich jetzt schon. Was, wenn ich das mache? Nein, also, also, so, warum habe ich das noch reingemacht? Warum quäle ich mich? <laughs> weil es weil Spaß macht. Ich mhm. freue mich da wahnsinnig drauf. Das stimmt, ja. Also sehen wir da vielleicht demnächst nächsten Speedrun von Crash Bandicoot bei Nils? ja Was ist los? Hallo? Alles klar. Blackbeard würde auch ein Speedrun. <laughs> schon angekündigt, Chat. Könnt ihr euch aufschreiben. Macht Clips davon. Ihr wisst ja, ohne Clip kein Beweis. Macht Clips. Notfalls zurück. Ihr habt ja heute gelehrt, wie es geht. Glaube ich. Ja. Zelda DLC Slabby, das ist doch genau dein Ding. Hast du schon zugeschlagen oder was? Nee, habe ich noch nicht tatsächlich, weil es oh. mich tatsächlich nicht so sehr interessiert, muss ich zugeben. Also, ich habe es ja bis, bis, zum, bis zum Erbrechen gespielt, das Spiel. Ähm, Breath of the Wild eben. Und äh, habe alles, bis auf sieben Schreine, habe ich alles selber gefunden. Den, die, letzten, die letzten verbliebenen sieben Schreine hatte ich ja dann noch irgendwie rausgesucht und dann. Ähm, mit 120 Stück dann zum Endboss gegangen, den gelegt und ich habe, glaube ich, 120, 140 Stunden ungefähr gebraucht, bis ich durch war durch das komplette Spiel. Und jetzt ist halt ein DLC rausgekommen. Normalerweise würde ich jetzt äh, frohlocken und jubeln und jauchzen äh, und mich freuen, aber es ist halt noch nicht so wirklich, also es spricht mich nicht so an. Es sind ein paar Kostüme mit dabei. Es ist... Ähm, eine kleine Funktion für die Map, wo du dir dann angucken kannst, wo du langgelaufen bist. Also wirklich, die haben alle Schritte mehr oder weniger auf der Map eingezeichnet. Kannst du dir wirklich abspielen lassen und dann läuft diese Linie da die ganze Zeit überall entlang. Zeigt dir immer an, wo du gestorben bist und solche Geschichten, weil du stirbst ja relativ häufig in dem neuen Zelda. Ähm, und das meiste, was halt mit drin ist, ist eben dieses äh, Trial of the Sword. Ähm, das ist so ein 60 -Level, ähm, eine 60-Level-Challenge wo du ähm, eben in so Wellen die ganze Zeit angegriffen wirst und dann musst du halt ähm, Mobs killen und so. Und wenn du es geschafft hast, diese 60 Level, kriegst du ein Upgrade für dein Schwert. Und es gibt jetzt irgendwie noch so einen, ha einen harten Spielmodus, wo alle Mobs <köhnt> automatisch irgendwie auf der höheren Stufe sind und solche Geschichten. Aber ich muss sagen, ich warte lieber auf Weihnachten, wenn das Story-DLC rauskommt und dann gucke ich mir beide DLCs in einem an. Ähm. Das macht jetzt nicht so viel Sinn für mich, nur wegen diesem 61-Level-Wellending und einem extra schweren Modus. Also quasi wie so ein New Game Plus, nur dass du es halt direkt am Anfang schon starten kannst, äh, mir das zuzulegen. ja, mein Interesse ist da eher gering, tatsächlich. Wo ist das preislich angeordnet? Sorry, was? Wo ist das preislich angeordnet? Ähm, du kaufst, also es gibt nicht, die DLCs kannst du nicht einzeln kaufen, sondern es gibt nur den ähm, Season Pass und ich meine der kostet um die 30, wenn mich oh, nicht gut. alles täuscht du hast ja noch human ja <laughs> das geht ja genau also es geht was wolltest du sagen ich Sascha mal stimmt äh, ich habe hab noch nicht mal das normale durchgespielt ich habe mir das gekauft ich habe mir das auch schon geladen aber ich habe irgendwie bisher das ist das beste Spiel des Jahres sage ich dir jetzt also was ich sag mal jetzt? ich habe es ich eine Stunde oder so habe ich es gespielt so mal im Bett ein bisschen aber es hat mich noch nicht so gepackt wie alte Zellerteile, um ehrlich zu sein. Es ist was ganz anderes. Es ist ein Open World Spiel. Ne? Ja. Jetzt, du musst die Map ausmachen, die Minimap, und du musst es wirklich. Also es, es respektiert deine Intelligenz als Spieler. Du mhm. musst dir selber Gedanken machen und rumlaufen, und du kannst einfach drauf los. Überall was versteckt, das ist das, das Geile. 20 Euro kostet es übrigens. Also 20 Dollar. Ich nehme an, das wird auch 20 Dollar kosten. Ne hey, Euro. Ja, irgendwann, irgendwann wird das äh, auch mal Thema sein, das Spiel. Press of the Mit Wild. Ja. Press of the Wild, ja. Schauen wir mal. The Pref. Sehr, sehr gut. Kann ich hier empfehlen. Habt ihr eigentlich im Steam Summer Sale zugeschlagen? Das ist ja eigentlich auch mehr so eine Thematik, weil die jetzt gerade äh, aktuell ist. Habt ihr schon reingehauen? Hm, noch ich gar hab nicht. Ich habe ironischerweise in der, im PlayStation Store zugeschlagen. Da war nämlich Witcher 3. Uh, Game of the Year Edition für 25 Dollar auch uh, oder Euro. Mhm. Oh, das ist ja. gut. Und da habe ich mir das mal geholt, weil auf der PlayStation fehlt mir Witcher 3 noch und ich suche immer noch einen Grund, das Spiel nochmal mal durchzuzocken. Habe ich mir das auf der PlayStation gekauft. Nice. Das läuft nämlich oh. da auch gerade. Ich habe super super viele Spiele gekauft. Ohne hm. Witz. Ich hatte das Phänomen, dass ich, wenn ich den Store aufgemacht habe und dann so auf die auf, auf die auf die topliste ich glaube, unter beliebteste oder so, so die ersten ein, zwei Seiten oder so, die konnte ich eigentlich schon skippen, weil ich schon so ziemlich alles in meiner Steam-Bibliothek ja. hatte. Aber ich habe äh, tatsächlich viel gekauft. Äh, allerdings eher für Giveaways tatsächlich. Mhm. Also weniger für mich, sondern eigentlich eher so, um das rauszuballern. Ähm, ansonsten, ja, einige DLCs für Rocksmith habe ich mir tatsächlich geholt, weil das sich mhm. für das Spiel immer lohnt, das im Sale zu kaufen. Ähm, aber ansonsten, es gibt halt auch nichts im Moment, wo ich, äh, was mich reizt, wo ich so sage: Okay, das Spiel würdest du gerne spielen, aber es ist jetzt zu so teuer, warte bis es im Angebot ist, wie, so wie es meistens ist. Aber ja, weiß ich nicht. Also für mich privat tatsächlich nicht so viel. Stimmt. Ich habe auch für für's, ähm, Rocksmith mir ein paar Packs geholt, weil die sind ja alle, also fast alle, die, glaube ich, die bis April dieses Jahres rausgekommen sind, die sind, glaube ich, alle 50% runtergesetzt. Ja. Und wenn du da zuschlägst, dann kannst du ordentlich sparen, aber kannst sich, du trotzdem ja. tausende an Euros ausgeben. Von daher. Auch ich ich habe mir, hab mir Dream Theater geholt. Dream Theater? Ja, für Rocksmith. Oh, okay. War nicht so klug von mir. Wieso? Ich es mal angespielt. Selbst auf 0% habe ich schon Probleme. Wow. Ja. Ich habe übrigens was die Kameras so? gefixt, Endlich. Bitte, und, Chat. Und was war das jetzt? Hier? Also, ich ihr habt jetzt Full HD. Also wir gehen jetzt in Full HD endlich raus. Geil. Yes, we did it. Das hast du jetzt gerade gefixt? Ja. Oh. Nebenbei. Voll gut. Da ja, kann ich mir ja nicht durchlesen, wenn der Chat so getriggert ist von der Kameraqualität. Kann ich auch verstehen. Ich muss die mit einer Logitech-Kamera streamen. Das ist so. Ah, mhm. Ist das nicht sowas mit USB? Ja. Boah, ey. Mm. Oh, egerhaft, ey. <laughs> oh, ich habe mir lieber. übrigens super viele Indie-Spiele gekauft. Oh. Ich habe letztens, äh, dank Two Flowers und Dirkieser, habe ich mir. Kennt ihr noch Syndicate von damals? Nee. Pizza Syndicate? Nee, Syndicate mit diesen Bio-Upgrades und Missionslaufen und Top-Down und dann so. Und da gibt es da gibt's sowas Neuartiges von. Und das heißt, wo habe ich das jetzt hier? Satellite Rain. Und das habe ich mir gekauft. Ich habe mir super viele kleine Indie-Spiele gekauft. Also bestimmt schon 20 Indie-Games habe ich mir gekauft. Muss ich mal sehen. Aber sind das nicht die, die sowieso eigentlich nicht viel kosten? Ja. So kleine Indie-Games? Ja, eigentlich schon. Richtiger sparfox nee. nee, eigentlich nicht. Ich habe es nur jetzt gerade, haben wir darüber gesprochen. Und äh, ja. Dann habe ich sie mir gekauft. Aber sparen wollte ich dabei eigentlich nicht. Ach so, ja. Gut. Also mehr Zufall als so. Ja, mehr oder weniger. Weil, und das würde ich nachher später noch anbringen, das hat was mit dem Sommer noch zu tun. Da würde ich dann ja. nachher noch mal das anbringen dann. Aber es ist wirklich sparen, damit hat das nichts zu tun. Das sieht ja heute sehr e lastig aus im Chat. Mhm. Sehr, sehr dominant. <laughs> ist das so? Ja, ja. Hast du dir was gekauft, Sali? Summer Sale? No Giveaway. Giveaway? Nur no Giveaways. Okay. Ich, ich nutze die Sales meistens, um Giveaways zu kaufen. Ja. Dann für oft Spiele, die ich äh, habe und die ich irgendwann spielen möchte. Wie jetzt äh, letzte Woche habe ich Alice Madness Returns gespielt. Und ähm, habe es auch noch, weil ich es irgendwann mal gekauft habe, weil ich gesagt habe, ich möchte das irgendwann mal spielen. Und äh, verraffle das dann immer passend. Gerade wenn wir das spielen, haue ich das einmal das Spiel oder zweimal das Spiel raus dann passt das eigentlich ganz gut. Das ist schön. Hm? Ich hab Ansonsten, ich spiele auch hauptsächlich auf der Konsole. Ich freue mich auf die neue Xbox. Echt? Ja. Und die ist so <laughs> unglaublich nutzlos. Aber diese Konsole <laughs> ist so schön, aber sie ist so <laughs> unglaublich nutzlos. Ohne Witz. Das ist so traurig, diese Konsole ist so nutzlos eigentlich. Aber ich freue mich trotzdem, dass sie rauskommt. Ich habe letztens schon überlegt, ob ich mir die neue Playstation hole. Einfach nur, um zu sagen, ich habe sie jetzt alle. Und dann stelle ich die anderen einfach in den Schrank, so in so ein, so ein Dings hier, so ein Glaskasten. Und dann kann ich auch sagen, später, wenn meine Kinder kommen, also wisst ihr, damals, mhm. zu meiner Zeit, als ich noch Streamer war, haben wir auf diesen Dingern gespielt, die waren richtig gut. Um, ja, das Lustiger an der Sache ist eigentlich, ich überlege mir gerade, wie es ist, wenn ihr Nils Kinder habt. Ihr Nils als Vater, das steht mir lustig vor. Das ist mega gut, ich bin, glaube ich, kein schlechter Power. Ja, glaube ich auch nicht. Erst mal schön, sie geht an die Kinder und dann... Hey, Magga! Zieh deine Schuhe an, Junge! Nee, ich glaube nicht. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht passiert das ja mal. Ich habe mir meine Xbox äh, One vor, ich weiß gar nicht mehr, letztes Jahr irgendwann gekauft, mhm. da war die auch im Angebot irgendwo. Ich weiß auch, im ehrlich zu sein, gar nicht mehr, warum ich sie mir gekauft habe. Ich glaube, weil sie im Angebot war. Aber ja. die Xbox ist die Konsole, die ich, glaube ich, in meinem Leben am wenigsten benutzt habe. Außer wenn ich im Wohnzimmer sitze und irgendwie Twitch gucke so, dann habe ich die Xbox laufen, aber zum zocken, ich glaube, ich habe noch nicht ein Spiel gespielt auf der Xbox. Wirklich nicht. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich werde demnächst noch mal Dings spielen, das neue Tomb Raider, also das aktuellste, nur um die Xbox zu spielen. Ich mag die Konsole unglaublich gern. Ich finde die super toll. Sie <laughs> hat einfach keine Spiele. Das ist so schade. Also keine Exclusive-Teile, wir es mal so. Ich habe mir das, äh, das aktuelle Tony Hawk für die Xbox One geholt. Ich habe vor, vor einiger Zeit äh, äh, auf äh, Steam mir das Tony Hawk irgendwas remastered HD oder so, so gekauft. Ja. Wo ich erstmal dann stundenlang und streame damit verbracht habe, meine Steuerung einzurichten, weil das mit dem Controller nicht äh, funktioniert hat. Aber ist auch ein anderes Thema. Hm. Und dann habe ich im Internet geguckt nach aktuellen Teilen, weil ich Tony Hawk früher geliebt habe einfach. Ja. Und dann kam halt so der aktuellste Teil ist für die Xbox One und die Reviews im Internet zerreißen dieses Spiel. Und alle YouTube-Videos haten über dieses Game und ich dachte, ey, jetzt musst du dir das holen. Dann wenn ich hier in den GameStop gegangen, habe geguckt, hab mir das auch Gebrauch gekauft, weil halt, ich wollte da jetzt nicht 40 Euro für zahlen. Ich werfe das halt rein, ich spiele das 10 Minuten und ich denke so, ey, die Reviews waren noch nie so on point wie bei diesem Spiel. <laughs> der absolute Wahnsinn. Alles werde ich auch noch irgendwann mal äh, spielen, glaube ich, auch im Stream. Äh, ja. Das weil, wird, glaube ich, mein so schon Xbox. Oh ja. Echt? Oh ja. Ich bin da so ja. enttäuscht von. Ja, ich auch. Ich voll und ganz. Ich habe Tony Hawk geliebt, Ja, ja ich habe es geliebt und gesuchtet, Nächte, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Ja. Aber das ist schon hart äh, ja, hart. Make EA Skate again. Ja. Wow. Ganz einfach. Ja, aber so viel zum Thema Xbox, also, ja. Ja, vor allen Dingen alle Spiele, die du darauf spielen willst, kannst du, es kannst du trotzdem bei Windows spielen, ne? Also. Aber es ist der Windows Store und der ist absolut. Ja. Oh, Alter, ja. Das ist ein Unfall. Doch eine Funktion hat meine Xbox. Ich gucke Blu-rays darüber. Ich habe nämlich keinen Blu-ray-Player. Ach, ja. oh Mann, ich kann ich bring's einfach nicht übers Herz, sie in die Stube zu stellen. Ich bringe nicht. Mehr. Sie steht immer noch hier neben mir und ich liebe sie immer noch. Das ist wie so dieses kleine, diese kleine verzogene Papi, was du hast, ja, was dir immer. In, den, in, die, äh, in die Wohnung scheißt. Aber du kannst sie einfach nicht rausschmeißen, weil er so süß ist. Und so ist das mit der Xbox auch. <laughs> Wo wir gerade von Konsolen reden, ist äh, Snake's Klassik. Habt ihr schon vorgestellt? Nein, 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 Moment, 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 Moment. Wir sind noch gar nicht fertig. Wieso? Da kommen wir ja gleich zu. Ähm, interessant fand ich beim Summer Sale eben. Die haben nicht nur Spiele untergesetzt, sondern eben auch Hardware. Und zwar hat Werf ähm, ja den Controller, also den Steam Controller und den äh, Steam Link. Vor ein paar Jahren mittlerweile glaube ich sogar schon fast äh, rausgehauen und jetzt sind die tatsächlich runtergesetzt. Also, man bekommt den Controller um 30 Prozent billiger für nur noch 40 Euro. Wer den noch haben möchte und sowieso überlegt, ähm, ich habe ihn, nutze ihn nicht so häufig. Ähm, Steam Link alleine ist tatsächlich um 70 Prozent billiger, kostet gerade nur 16,50 Euro. Ähm, also, wer irgendwie einen Fernseher irgendwo in einem anderen Raum stehen hat und äh, seinen PC daran anschließen möchte, ne? Steam Link soll jetzt nicht so schlecht sein. Aber Keine auch Ahnung. nicht so gut. Auch nicht so gut, ja. Also, man muss ihn auf jeden Fall am Kabel anschließen. Aber das ähm, ist draußen und man kann die auch jetzt im Set für 55% billiger für 50 Euro kaufen. Also, man kann halt einen Controller und den Link für 50 Euro momentan schießen. Mhm. Und das fand ich schon relativ, also, es ist schon relativ günstig dafür. Muss ich sagen. Brauchst du unbedingt den Controller dafür? Nee, nee, nee. Du kannst auch einen äh, Xbox ähm, Controller anschließen und er unterstützt auch Bluetooth. Also ähm, es steht jetzt nicht extra, dass der Playstation Controller dran angeschlossen werden kann, aber er hat auch Bluetooth mit drin. Wait, what? Ich muss kein. Äh, das, das geht über das Netzwerk habe. Sehe ich das richtig, dass du das ans Netzwerk anschließt? Genau. Und, und dann schließt du deinen Fernseher an. Ja? Und du kannst einen Wireless, ähm, der hat ein, drei USB-Steckplätze, glaube ich. Und da kannst du auch ähm, die, die Verbinder von, von einem dem ähm, Xbox Controller anschließen und dann über einen Xbox Controller spielen. Okay. Steht zumindest so auf gehört. der Steam Seite. Also ich persönlich habe keinen, aber es steht auf der Steam Seite, ähm, dass der den unterstützt. Das muss man mal probieren. Okay, das wird getestet. Dann was, halt nur 10, 80, 60. Ne? Ja, ist egal, vor Science Hauptsache 60 FPS. Es kann nur, nur 10, 80, 80 60, 60. wollte ich gerade sagen. Spinnst naja, also, ich falls du jetzt 4K. Mehr willst, 500 ich soll, FPS, Counter-Strike. Da will ich auch gar nichts mehr sehen. <laughs> weil ich habe nämlich einen Beamer, Alter, und der ist 200 Kilometer Diagonale. <laughs> Na, es gibt ja Leute, die haben mittlerweile einen 4K-Fernseher irgendwo rumstehen und die möchten das vielleicht daran anschließen und überlegen sich das dann nochmal. Ja, die kaufen ja. sich dann wahrscheinlich die neue Xbox. Ja. ja. Oder ein PC. Weil wenn ja. ich einen 4K. 4K-Bildschirm leistet, der wird sich wahrscheinlich auch einen PC leisten. Und wir wollen jetzt mal nicht hier den, die, die, die eine News da überspringen, oder? Doch, Konsole also, hätte jetzt halt super gepasst, aber äh, Leute, also, Force Science, ja. ich probiere das jetzt aus, ich habe das jetzt bestellt. Ich probiere das jetzt fürs Team aus, okay? Vielleicht ist das denn geil. 15 Euro, was los? Muss man nochmal ausprobieren. Muss weg. Nee, muss es nicht, aber man muss es ja ausprobieren. Okay, jetzt probier es aus. Ja, mach ich. Belehre mich. Ja, vielleicht ist das ist ja wirklich. Ich meine, es wäre. Ich habe Steam, muss ich ja sagen, leider Gottes auch schon. Äh, ich habe den Steam-Controller ja auch zurückgeschickt. Der war ja eine halbe Stunde bei Minuten. Minuten. Da bin ich ja, ja. knallhart. Also, vielleicht, ist, vielleicht machen die auch mal was Gutes. Man muss das ja mal ausprobieren, oder nicht? Man muss Sachen auch mal eine Chance geben. Okay, let's go. Wir können weiter. Ja, ich, hat, ich hatte das bloß gedacht, Slappy. das passt so gut wegen Konsolenüberleitung und so, aber du kannst gerne, natürlich, das hat ja jetzt auch was mit Konsole zu tun. Ja, und zwar ist ein Spiel, was ähm, bis jetzt nur auf dem PC äh, erschienen war, auch auf der PS4 erschienen. Ähm, das habe ich zum Beispiel sehr, sehr viel mit dem Steam-Controller gespielt, daher wäre meine Überleitung das gewesen. Äh, und zwar Elite Dangerous. Ähm, das Space-MMO, in dem man jetzt schon äh, all die Dinge nicht tun kann die man auch in ähm, Star Citizen später nicht tun wird. Ähm, ja. äh, also äh, es ist ein Weltraumerkundungsspiel, in dem man Dogfighten kann, man kann äh, handeln, man kann ähm, mittlerweile sogar Touristen rumfahren und äh, entdecken. Also die Milchstraße ist mit drin als Galaxie. Ich habe schon ein bis 200 Stunden Spielzeit da rein gepackt, Aber man muss halt damit rechnen, es ist halt so ein MMO-mäßiges Weltraumspiel und es kann sein, dass man so einen Tag lang nichts anderes macht, als in einem ähm, ständig irgendwelche Dogfights, die nicht wirklich spannend sind, machen oder äh, in, an, um ähm, so Asteroidengürtel herumfliegen und die abmeinen und so. Äh, also Elite Dangerous oder Elite Dangerous, je nachdem, wie ihr es aussprechen möchtet. Ich kann es nie. Das ist schlimm, wenn ich sage, ich bin komplett raus bei dem Game? Ich kenne das nicht. Könntest, könntest Spaß daran haben. Also, wie gesagt, guck dir das mal an. Ähm, mittlerweile haben sie ja sogar Aliens mit reingenommen und, und so eine riesengroße äh, Mystery-Geschichte drum gesponnen, wo die Aliens rauskommen. Da sind irgendwie von einem halben Jahr äh, Spieler randommäßig so die ersten Aliens getroffen. Das, also, Sounddesign zum Beispiel bei dem Spiel ist top. Also, es gibt kaum ein Spiel, was ein besseres Sounddesign hat. Du kannst ja mittlerweile auf Planeten landen, also so mondähnlichen Planeten äh, und sowas und mit Buggies drauf rumfahren und äh, Sachen machen. Aber es ist viel erkunden. Es ist jetzt nicht so, dass du da eine, eine krasse Story und die besten Quests aller Zeiten bekommst, sondern es ist so wie Eve Online, nur eben aus dem Cockpit heraus. Okay. Bin ich raus. Hm. Guckt es euch mal an. Ich, also ich weiß, dass das der Stay, das zum Beispiel damals gespielt hat, als Norman Sky rauskam. Ähm, und der hat das ziemlich gefeiert. Er hat sich doch eigentlich so einen Stick gekauft damals. Ne? Ja, genau. Ach, das Game war das. Ja. <laughs> ich weiß, das ist gerade, es ist absolut off-topic, aber ich muss mal kurz was reinwerfen. Ich habe, wo du gerade Stick sagst, seit Tagen das Bedürfnis, einen Flugsimulator zu spielen. Ehrlich? Ohne Witz. Ich habe hier bei dem, äh, wie, wie heißt der? Ähm, Garak? Ja, bei dem Garak habe ich mir mal ein paar Streams eingeguckt und auch mal auf YouTube ein bisschen geguckt. Ey, ich hab so Bock, mich mal irgendwann hinzusetzen, um mal wirklich so einen scheiß Flugsimulator zu spielen und einfach mal so ein Flugzeug abstürzen zu lassen. <laughs> ja, ich glaube, da so keine Mühe geben. Ja. Geht das in VR? Bestimmt. Oh. Hab ich richtig Bock drauf. Weiß nicht wieso. Wollte ich nur mal kurz anwerfen. Okay, weiter. Weil dieser ganze technik schnickschnack so toll ist. Ja, ist Deswegen so. Deswegen probieren wir den ganzen Mist ja auch immer aus. Ja. Überleg mal, was du immer. Das ist bei mir auch so. Ich muss den Mist immer kaufen und dann. Oh, das, oh, das ist aber gar nicht so schlecht. Und dann packen wir das. Wie der Fighting Stick. Hast du den Fighting Stick mal wieder ausgepackt? Ja, der steht immer noch ausgepackt neben mir. <laughs> Hast du den schon mal ausprobiert? Ja, habe ich, tatsächlich. Der ist mega cool, oder? Ich hab, äh, wir haben auch schon äh, im Stream zwei Turniere gespielt, die ich alle natürlich haushoch äh, gewonnen habe. Uhu. Echt jetzt? Äh, nee. Okay, aber <laughs> ich wollte schon sagen, Schwimmbad Pommes, ich habe an dich geglaubt. Ja, Schwimmbad Pommes. <laughs> aber Schwimmbad Pommes verliert bei uns immer. Ja, schade. Okay. Mensch. <laughs> Boah, das kriegt er ja nämlich immer auf den Sack. Deswegen macht er bei dir immer einen auf dicke Hose wahrscheinlich. <laughs> aber er war auch krank. Er hatte Schnupfen. Pew, pew. Pew, pew. Okay. Ja. okay. Um, also, wenn ihr ja. euch mal wirklich fühlen wollt, wie im Weltraum, spielt das Spiel. Es ist, ich glaube, es gibt keins, das einem besser momentan das Gefühl gibt, man, man fliegt tatsächlich ein Raumschiff im Weltraum. Akkad-mäßig. Nicht jetzt so. Es Ist kein Körbel. Man muss jetzt nicht erst einen Orbit erreichen oder so. Hm? Okay. <laughs> ist, schon, ist, ist echt gut. Also, ich, mir macht Spaß. Ähm. Um, Genau, Nintendo er hat die äh, SNES, den Super Nintendo Classic. Gesundheit. Das heißt nice. SNES, das ist ein E und nicht ein äh, SNES. 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 Dankeschön, SNES. ich sag's auch SNES, sag ich. Ja, ich auch. Ich sag einfach Nintendo, fertig. Super Famicom oh komm, heißt das eigentlich. Kommt nämlich aus Japan. Wie ähm, ist das? Super Famicom. Famicom hieß das ähm, in, in Japan, NES. Und Super Nintendo hieß dann Super Famicom. Ja, hier haben wir die Begründung, warum du gepartnert wurdest auf Twitch. <laughs> hier haben wir sie. Ein warum ich Ahnung habe? Weil also. du Ahnung hast, genau. Ja. Ja, weil, weil du von Sachen von weißt, die keiner weiß. Von Super Nintendo. Ja, es ist NES. Ja. Aber Slappy ja. macht ja auch nichts anderes als immer lesen. Also man muss ja, ja, man muss ja dazu sagen, das dürfen wir ja, äh, denke ich, auch verraten, äh, Slappy bereitet ja immer die Themen vor. so dass wir uns alle darauf vorbereiten können. Und das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, der macht den ganzen Tag nichts anderes, außer irgendwelche Online-Seiten durchwühlen nach irgendwelchen Zeitungsartikeln. Es ist, was er auch immer ausgräbt, ja. Okay, weiter. Um so nicht mal Krim. zu loben und so nicht eine, immer, ne? Ich hab so eine Zeitung, Zeitungsarchiv bei mir und dann laufen die Zeitungen immer so da durch, weißt du? Ja. Du musst es jetzt ähm, nicht übertreiben. Nimm das Lob und halt die Schnauze <laughs> mal weiter. <laughs> äh, und zwar bringen Sie jetzt nach dem großen Erfolg, den der NES Mini war, ähm, bringen Sie jetzt den Super Nintendo Classic, haben Sie ihn, glaube ich, genannt. Der passt tatsächlich so in der Hand, der wird ganz, ganz mini, hat ein etwas längeres Kabel am Controller als der ähm, NES Mini. Oh. Ähm, da haben sich ja viele beschwert, weil das ein Meter nicht reichen würde. Also das haben Sie jetzt noch einen halben Meter draufgehauen. Ähm, die Controller kommen jetzt in anderthalb Meter. <laughs> Oh, äh. was ist mit den Technikleuten da draußen los? Anderthalb Meter Kabel, wo willst du damit hin? Wer soll denn damit spielen? Hallo, Fernseher sind mittlerweile 70 Zoll groß. Oh, 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 oh. Wahnsinn. Okay. Ja. Andere Leute machen Wireless, Nintendo baut anderthalb Meter Kabel. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich ein Nintendo ultra scheiße finde. Naja, das ist so ein Gerät, ne? Also. Oh, ja, da noch? Keine Ahnung. Gehen ja. wir hinter Mond? Ja, offensichtlich. Ja, ja, gut, bei Nintendo sowieso. Nintendo hat sowieso so mit unter die... Naja, lassen wir das. Äh, es kommt auf jeden Fall mit 21 vorinstallierten Spielen. Ähm, gar nicht mal so schlechte Spiele, muss ich sagen. Also mir fehlen da so ein paar JRPGs von früher, aber so mehr oder weniger, wenn man so mal von den ganzen Square Enix-Sachen wegguckt, ähm, sind eigentlich alle Sachen dabei. Also es ist, äh, Donkey Kong Country ist dabei, Earthbound, was ich jedem ans Herz legen kann. Auf jeden Fall, weil es, glaube ich, in, in Deutschland nicht so häufig gespielt wurde. Ich weiß gar nicht, ob es damals rausgekommen ist, überhaupt in Deutschland. Äh, es ist F-Zero dabei, es ist äh, natürlich Zelda, Link to the Past, Secret of Mana, ähm, auch Star Fox und ja gut, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Super Mario World und äh, Metroid, Yoshi's Island und noch irgendwas, noch ein paar mehr. Was, was ich krass finde, ist, dass die Star Fox 2 Rausbringen, ein Spiel, das niemals auf dem Super Nintendo rausgekommen ist, weil es mitten in der Entwicklung einfach abgebrochen worden ist, obwohl es eigentlich schon fast fertig war. Ähm, das haben sie zu Ende gebracht, jetzt extra für den Super Nintendo. Das heißt, es kommt sogar mit einem exklusiven Spiel da drauf. Ach, das habe ich nicht gewusst. Aber die ja. Dinger waren sowieso alle innerhalb von, von 30 ja. Minuten vergriffen. Und, ja. und, und ich habe mitbekommen, dass es ganz schlimm mit den Resellern ist. Ja. Also, dass da ganz viele äh, Dolle aufgekauft haben und die, die Dinger jetzt äh, für 200 oder so reingestellt haben, das ist traurig. Wie waren die Ursprungspreis? 99. Da äh, oh. ja, finde ich gut, dass sowas gemacht wird. Gerade die alten Sachen für die, für die Älteren unter uns. Ja. Das ist das schon geil. Die neuen, die werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wie das damals war, auf so einer Konsole zu spielen. Ich frage mich, anderthalb gerade Meter Kabel ob, ob ja. Sleppy das eventuell weiß, ob man die ganzen Titel, jetzt abgesehen von dem einen, was exklusiv dann ja. äh, erscheint, ob man die auch auf der Virtual-Konsole ja. kaufen kann. Also ich weiß jetzt nicht jedes einzelne, aber ähm, die meisten, die ich gerade genannt habe, gibt es auch schon für die Wii oder die Wii U auf der Virtual-Konsole. Okay. Hm. Das, ja. Also, ich meine Nintendo, ich hab dich echt gern so. Du machst gute Sachen, aber könntest du bitte in 2017 ankommen? Das wäre echt nett. Äh, Nils? Ja. Nein, das Ding ist halt nein, schon nein, Sascha. Ich habe ganz ehrlich, ich habe auch den, ich habe, ich verspüre den Drang, dieses Gerät zu kaufen für unterwegs, um Portal zu, zu spielen. Nintendo nein. 2017. Nein, das ist ja. nicht Nintendo 2017. Das ist, das auch, ist Nintendo das 2017. Ist, ja, das ist aber auch Schrott in meinen Augen. Ja, und das habe ich gesagt. Tut mir leid, ist auch Schrott. Es ist einfach, es ist für mich, für mich persönlich ist es Schrott. Mehr ist das nicht. Das ist halt einfach so. What? Controller, Pff, Dogging Station. Pff, das ist so, so ein What? mischi maschi Also, ich meine, ja, man muss sagen, sie haben sich was getraut und auch ihre Spiele, da haben sie sich was getraut. Aber das ist halt, das ist, es ist leider einfach nur Schrott, mehr nicht. Tut mir leid. An alle da draußen. Ich möchte eure Gefühle nicht verletzen, aber wir haben damals einen Game Boy gekauft und dieser Game Boy war once only. Und nicht, wir nehmen Sachen raus und stecken sie wieder rein, so. Dann hätten sie eine Sache machen sollen und nicht mit so kleinen Pfurz-Controllern und solchen Dingen, so. Es mag cool sein und du kannst damit viele Sachen machen und sie machen auch innovative Sachen, was ihre Spiele angeht. Das will ich gar nicht sagen. Absolut nicht. Und ich bin auch pro. Ich bin absolut pro äh, von, von diesem Schnickschnack, aber sie hätten sich, denke ich, da ein bisschen mehr was einfallen lassen sollen. Und ich kaufe mir das Ding nicht, Sascha, Nein. Nicht mit, ah, dir, ich, nicht mit dir, um Mario Kart zu spielen. Ah, da kaufe ich mir lieber eine Wife und spiele mit dir Billard, okay? Ich bearbeite dich noch. Ja, ich aber, bearbeite dich noch. Ja, bearbeite mich mal. Vielleicht irgendwann, wenn sie 10 Euro kostet, dann aber. Alles ja, klar, okay. Naja, du würdest die Switch häufiger spielen als die Xbox, wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. ja. Aber ich würde mir ganz ehrlich. Das Ding ist halt bei der Xbox, ich würde mir sie eigentlich auch nicht kaufen. Die ist auch. Und eine Xbox kannst du jetzt nicht für einen 14-Stunden-Flug in Economy Class mitnehmen. <laughs> in Economy Class habe ich gar keinen Platz, um das mit dem zu machen. Ja, ja mit einer Switch das ist das kein Problem. Da ist dein Flug auf jeden Fall safe. Wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ja, ich du, pass auf. Darf ich dir was erzählen? Ich sehr gerne doch. Auf dem Flug hat man WLAN und dann kann man sein Tablet nehmen. Das ist wirklich so? Ja. 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 Und dann brauchst du auch keine Switch. Oh, warte kurz. Hast du, hast du auch so gutes WLAN, dass du da auch noch Probleme hast, die ganze Zeit nutzen kannst? Ja. Okay. Habe ich auch nicht gedacht, aber ja, kann man. Ich habe die ganze hm. Zeit Harzung gespielt. Wir, wir treffen uns mal und dann fährst du Mario Kart. Ja. Ich habe Mario Kart hier. Da gibt's es gibt es Mario Kart auf Es WLAN der Wii. in den Flugzeug. Jetzt mal, warte. warte. Ja, Sorry, aber ich, bin, ich bin das letzte Mal geflogen vor sechs Jahren. Langstrecke. Lange, lange, lange Strecke. War sehr lang. Was? Ja. Echt? Ich bin letztes Mal von Amerika, also von LA nach London geflogen und habe 15 äh, Dollar bezahlt für den ganzen Flug Internet. Und das Ey, ist echt. du ein... musstest du deine Sachen ausschalten, nicht Sally. Nee, du, du musst, musst trotzdem Flugzeugmodus machen. Okay, trotzdem, okay. ja, trotzdem. Aber, ab, ah, wow. Boah, wie das heutzutage alles so geht, wa? Das ist mega geil. Ich habe auch, ich bin fast Toll. aus allen Wolken gefallen. Also es geht nicht auf allen Flügen, aber bei American Airlines zum Beispiel, da ist das fest integriert. Ja, zum Glück bist du es nicht. Was? Aus einem Wolken gefahren. Oh, der war, war ein gut. bisschen doof bei einem Flugzeug. Der, der war gut. Aber ja, es ist passiert und ich war so. Und das soll wohl schon so ein bisschen Standard sein. Gibt es in der Schweiz kein WLAN? Gibt's hier, gibt, habt ihr ja, Internet? Hier, wohnt, hier wohnt jeder in einem Flugzeug und äh, klar. Klar, ich habe hab einfach mal so gefragt. <laughs> äh, einfach nur mal so. Es, es gibt nicht, also man muss ja jetzt extra noch nochmal dazu sagen, dass es ganz viele Menschen gibt, die sowas noch nie gemacht haben. Oder schon vor, in den 80ern das letzte Mal auf ihrer Hochzeitsreise waren, als sie noch jung waren. Ich meine nicht dich, Sali. Äh, Stefan, <laughs> auf der Couch. Ähm, <lacht> <lacht> oh, die war gut. war ähm, <laughs> gerade noch so gerettet. <laughs> ähm, und die wissen das halt nicht. Ich wusste es auch nicht. Man muss die Welt halt selber entdecken. Das ist genauso wie ich Sascha erzähle. Economy Class ist nicht cool für zwölf Stunden Fliegen, wenn man groß ist. Sascha will das auch nicht glauben. Der wird sich das dann wahrscheinlich auch noch überlegen dann. Und dann kommst du, dann kommst du zu mir und dann sagst du, Nils, ja, du hast recht. Weißt du, das Ding ist halt einfach, wenn ich in einer Economy-Class fliege, zwölf Stunden lang, und meine Switch dabei, aber es ist kein Problem. Du in deiner Business-Class hast halt einen Riesen-Laptop dabei. Da musst du noch einen Controller mitbringen und so weiter. <laughs> und du mehr Platz. Das ist doch ganz klar. Das Problem hättest du mit einer Switch nicht. Ach so. Das ist Jetzt drin. spielen wir die Karten. Ja, okay, lass, wir, werden, wir werden das ausprobieren, okay? Und dann werden wir ja. davon berichten. Ja. Wollen wir tauschen? Du fliegst Business-Class, ich flieg Economy und ich nehme die Switch und du das andere. Und dann klar. unterhalten wir uns nochmal. Aber du zahlst meinen Flug und ich zahl deinen Flug. Nee. Nee, das ja. war ja das war nicht part, of, part vom Deal. Ach so, verstehe. <laughs> nee. Nee. Aber äh, lasst uns weiter, <laughs> bevor wir uns äh, verhaspeln. Es kommen endlich gute Spiele in den PS4 Plus, ähm, ins PS4 Plus-Deal. Ich habe das, glaube mhm. ich, jetzt schon seit einem halben Jahr jetzt. Seit einem halben Jahr habe ich die Playstation 4. Und hab mir da direkt hier dieses Plus da geholt, warum auch immer, um halt eben diese, diese kostenlosen Spiele abzugreifen. Ich glaube, ich habe eins davon gespielt. Das war dieses Jump'n'Run mit diesen Häkel-Teilen. Ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wie das hieß. Diese Häkelpuppen, mit denen Un man. Dann war dann drin? Unravel, ja. Un oh, nee, ja. nee, nee, nicht Unravel. Na, nein, nein. Ist doch. Diese Stickpuppen. Was das heißt das ist Unravel. Nein, das ist nicht Unravel. Weiß, Ach, du meinst, du meinst, meinst äh, Sackboy. Ja, ja, genau, das mit den Sackboys. Ah. Genau. Little Big, ja, Little Big ja, Planet. Ja, Little Big Planet, genau. Genau. Little Big Planet 3 war damals drin. So, das war das letzte Spiel, was sich, was sich da tatsächlich gelohnt hat. Danach kamen irgendwie nur noch so meh-Spiele. Hm, da habe ich mir natürlich alle gesaved, aber war jetzt nicht so besonders. Ähm, aber jetzt im Juli kommt tatsächlich oder zumindest ein Spiel ähm, da rein, für das es sich für, für den einen oder anderen tatsächlich lohnen könnte. Und zwar Until Dawn äh, ist da jetzt mit drin. Für Umme, Wer PS4 Plus eben hat. Was mit Umme? Ähm, Umme. Umme, nicht ungeduscht. Oh Gott. <laughs> Entschuldigung, ich versuche hier das Ganze ein bisschen aufzulockern, ja? <laughs> okay, das hat keiner gehört. Wir spulen zurück. Okay, ja. das hat keiner gehört. Äh, für Umme. <laughs> okay, läuft. Gut. Ähm, genau, Until Dawn. Ein Spiel, was ich tatsächlich noch nicht gespielt habe. Ich glaube, Sony möchte damit ihre neuen ähm, Sachen äh, unters Volk bringen. Und zwar kann man ja jetzt sein Smartphone anschließen ans ähm, an die Playstation und darüber irgendwie spielen. Da kommt ja von den Until Dornmachern ja demnächst auch ähm, ähm, ein Spiel raus eben, wo man dann quasi zu fünft oder zu sechst da sitzen kann. Jeder hat sein, sein Smartphone in der Hand und muss dann sozusagen mithelfen, den, den Fall zu lösen oder so. Ähm, sieht ganz witzig aus und ich glaube Until Dawn kriegt auch ein Patch, wo das eben mit reinkommt oder so. Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt hier nicht äh, falsch fehlinformationen weiterleiten. Aber auf jeden Fall ist das eben kostenlos. Zudem ist auch noch das äh, Game of Thrones ähm, von Telltale mit dabei. Hm. Das interessiert mich jetzt weniger, aber das ist auch mit dabei. Ich glaube, das kann man, wer sowieso ein Adventure spielen möchte, kann das ja auch mal zocken. So ein Telltale. Ich bin äh, an der Stelle übrigens sehr beeindruckt über die redaktionelle Fähigkeit von Slappy. Er hat wahnsinnig gut recherchiert. Recherchiert? Recher ja, recherchiert. Ähm, aber auch da will ich wieder raus. Ich wusste bis gerade nicht, dass es ein Game of Thrones Spiel gibt. <laughs> es gibt mehrere. Ja. Ja? Ja. ja. Das, sind die sind die doch, das sind doch nicht so wirklich Stream-Spiele. Also. Nee, das nicht. Aber, ähm, aber für die okay. Couch sind die schon geil. Definitiv. Ja. Eben. Ja, Until Dawn, ähm, gutes Spiel habe ich gespielt, als es ja. äh, erschienen ist. Vor zwei Jahren? Ja, das ist zwei Jahre her. War gut, war lustig. Ich wollte es nicht spielen. Dann es der Hit. Ich habe es, glaube ich, auch noch nicht gespielt. Echt nicht? Wollen, nee, wir, das, ja. wollen wir das mal zusammenspielen? Until Dawn? Ja so nachts. Scheiß, oh. Scheiß die waren da, das ist mega witzig. Ja. Oh. Dann machen wir das, ne? Dann bin ich dabei, bin ich dabei. Hm. Cool, ja. ja. Das war ps Plus. Genau. Ansonsten habe ich noch zwei kleine kleine Schnipsel. Mhm. Man kann jetzt Tickets für die Dreamhack 2018 kaufen. In Leipzig. Leipzig. Ich weiß nicht, geht ihr? Ich habe meine Tickets schon gesaved. Was ist denn das für eine Frage? Ich verstehe die Frage nicht. Also er geht nicht, er fliegt. Ach nee, warte mal, ist er bei dir drüben, ne? Da fahre ich zehn Minuten mit dem Zug. Ach, das ist ja nix. Nee, klar, Was ist denn, warum haust du immer so eine Posse raus? Du bist voller Arsch. Ey. Was ist denn an Fliegen so schlimm? Ja, nix, ist schön. Nur weil du ganz ganzes Auto fährst? Ja. Ich habe halt keinen Führerschein, okay. Dann Hassen. mach das. Jetzt hack nicht auf mir rum. Okay. Blöd, Mann. Nur weil und du dich halt aber verparkst in Düsseldorf, wenn ich da hinkomme. Leck mich am Fuß. <lacht> <lacht> ja, ist okay. Das ist halt auch ein großes Parkhaus gewesen, Entschuldigung. Du hast dein halt nee. Auto nicht wieder gefunden im Parkhaus? Nee. Warst du schon mal in Düsseldorf am Flughafen? <laughs> da wirst du verstehen können, warum ich mein Auto nicht mehr gefunden habe. Das ist das erste und einzige Mal gewesen, dass ich mein Auto nicht mehr gefunden habe. 20 Minuten habe ich gesucht. Oh ja. Oh, war das schön. Kommst dann habe ich halt, halt noch so ein Auto, weißt du, wo halt jedes Auto ja. irgendwie gleich aussieht. Also wirklich. Ich habe immer in jeder Reihe gedacht, das ist mein Auto. Und dann ja. drücke ich so auf den Knopf: Scheiße, geht nicht auf, ist nicht mein Auto. Guck aufs Kennzeichen, okay, nächste Reihe. Und dann denkst du, du hast es gefunden und dann gehst, stehst du vor, vor dem Dings hier, äh, vor, vor dem, wie heißt das, vor dem Nummernschild. Oh nee, doch nicht, das muss doch nicht mein Auto. Ja. 20 Minuten. Glocke. Das war eine schöne Erfahrung okay. in Düsseldorf. Nee, ja, war schön. Mhm. Ja. Der Flughafen ist toll. Nächstes Mal ruhig mit dem Fahrrad ab. Okay. Wir können auch zu Fuß gehen. Was klar, machen wir. Ja, <laughs> nee, aber DreamAc Leipzig auf jeden Fall. Also klar, bin am Start. Noch keine ja, Tickets, aber ja. Jetzt ja, gibt noch, ähm, by the way, ähm, ich habe normale Tickets, aber manche wollen ja auch zu Lahn gehen. Ich habe auch gehört, da kann man wohl sogar von der Lahn aus Streamen. Äh, das Internet soll wohl relativ gut sein da. Ja. Ähm, Was habe ich ja letztes Jahr gemacht? Nee, dieses Jahr? Das ist also, dieses, dieses Jahr. Jahr. 2017. Würde ich auch wieder tun. Also ich werde wieder von der DreamHack aus streamen. Ich ja. komme wieder zum Stream-Bomben. Ja, mach das. Also es gibt ja. von 1.600 LAN-Plätzen noch 1.000. Stand gestern. Von wie viel? 1.600. Ah. Gibt das ist okay. 1.000. Ja. Und äh, Ticket kostet halt für das ganze Event 50 Euro. Ich finde das ist ein fairer Preis. Dafür, dass man dahin fährt und mehr oder weniger mehr Streamer als Gäste äh, da antreffen kann, finde ich lohnt sich das schon. Also wenn man wenn man tatsächlich da äh, jetzt keinen Bock auf Gamescom hat, weil Gamescom zu voll ist, ist tatsächlich die Dreamhack so mehr oder weniger die beste Gelegenheit, mal ein paar Leute ähm, zu treffen, die man sonst nur so von, von aus dem Stream kennt, hm. ähm, weil da echt nicht viel los. Also dieses Jahr zumindest war da echt nicht viel los und ähm, ja, schon reingekommen mehr als Und ich habe sofort Streamer getroffen. Richtig gut. Da Aber mehr als letztes Jahr, definitiv. Ja, da war ich noch nicht. Ja. Und apropos Gamescom, ähm, die diesjährige wird von Angela Merkel eröffnet, habe ich gehört. Was? Die Gamescom wird von. Okay. Ist halt Wahlkampf, klar, zeigt sie ein bisschen Präsenz, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Manche haben sich aufgeregt, dass es nur Macht wegen Wahlkampf, aber. Ganze Jahr jetzt ist Wahlkampf und sie hätte jetzt auch ein ähm, Altenheim eröffnen können. Und trotzdem ist sie auf der Gamescom. Ich weiß jetzt nicht, warum manche Leute sich anpissen. Ähm und jetzt stell dir mal diesen plott Vor Angela Merkel eröffnet die Gamescom mhm. und geht danach direkt zu einem Auftritt an einen Stand und macht einen Speedrun von Super Mario. <laughs> Wie geil wäre das denn bitte? Das wäre mega geil. Angie, du hättest World auf jeden Record. Fall meine Stimme. Ja. Ich finde das auch nicht so geil. schlecht, dass mal Interesse gezeigt wird. Ich meine, die ist halt Na, ja. riesig. Warum nicht? Interesse. Wird der Interesse gezeigt? Ja, was heißt Interesse? Natürlich, weil sie ja weiß, dass man woanders auch noch Stimmen kriegt. Also ist das ja wohl gewisses Interesse. Ja. ja. Also irgendjemand muss da ja mal seine Hausaufgaben gemacht haben. Von daher ja. ist doch nichts Schlimmes. Also finde ich zumindest nicht. Ich finde es gut. Bin gespannt. Ich komme auf jeden Fall zu Meeting Greet und hoffe, ich kriege ein Selfie mit ihr. <laughs> Wieso brauchst ja, du doch wohl ich, äh, Dings fragen? Mit Ang. Peter. Was mit Pete Smith? Na, Peter, der ist, der ist doch bestimmt Digger. Ach so, ja. Angie, ja. meinst du? Ja, zusammengesessen ja. haben sie doch schon. Angie ja. haut ein Chicken-Dinner raus, steht gerade im Chat. Ja. Ja. <laughs> ja. Im Duo. Im Duo, cool, ja. Mit chicken Das wäre cool. Ja. Das war auch noch so ein Schnipsel. Ansonsten werden die Gaming-News damit ähm, abgeschlossen. Wir ähm. können uns zu so den ernsthaften Dingen des Tages widmen. <laughs> so, und jetzt wird nämlich interessant, Freunde. Jetzt oh, schneidet ja. euch nämlich an. Jetzt geht's jetzt ab. Ist, jetzt ist dieser Zeitpunkt in diesem blanken Schnack, wo wir jetzt loslegen. Ja. Apropos, wollen wir erst über das Sommerloch sprechen oder ja. was dann hinterher noch mit? Nee, ein? lass uns doch über das Sommerloch reden jetzt gerade. Äh, gibt's ein Sommerloch? Nö. <laughs> Nö. Sagst also weder, weder noch, also weder auf Twitch noch auf, äh, noch auf äh, im Gaming. Weil im Sommer ist nämlich, habe ich so das Gefühl, sind meine Beobachtungen. Ich habe das früher auch immer gedacht, das habe ich mir auch immer so eingeredet in meiner Depressionphase, als ich dann abends vor meinem PC hocke und äh, geweint habe, weil niemand zugeschaut hat äh, und dann doch festgestellt habe, dass der Stream einfach scheiße war. Äh, Habe ich auch mal gesagt, es gibt im Sommer noch, aber das ist gar nicht so. Es ist immer noch alles vorhanden, so. Es ist alles da. Das Problem an der ganzen Sache ist, was definitiv mit reinspielt ist, dass im Sommer keine Spiele rauskommen und somit halt sehr viel gesammelt ist. Aber wenn man sich jetzt zum Habt Beispiel. Ich habe gesehen, was alles auf Oktober verschoben worden ist. Ich könnte kotzen. Ja, Oktober nee. ist voll. Der Oktober immer. ist voll. Du kommst, du ein Titel nach dem anderen, du weißt gar nicht. Also der Oktober ist eine Katastrophe. Ist doch wie Anfang des Jahres. Anfang des Jahres war Oktober oh, doch einfach die Spiele, die im Oktober kommen und äh, spielen sie im Sommer noch nächstes Jahr. Genau. Also ich glaube auch tatsächlich, dass es also. Ein Sommerloch macht sich vielleicht bemerkbar in der Spielentwicklung, also in den Releases, ja, aber es gibt so viele Spiele auf der Welt, ob ich hier, also ich meine, ob man das jetzt, ob man, aber das denke ich bei jedem Spiel muss man ein Spiel jetzt ab Release zocken unbedingt, wenn man heiß drauf ist vielleicht, aber ansonsten Sommer, Sommerloch ist, was du draus machst. Im Twitch-Bereich kannst du dir jetzt dann scheiß Handy nehmen, du gehst raus in den Park, an den See und machst deinen Stream an. Ja. ja. Und dann gibt es vielleicht Leute, die nicht zu Hause sitzen, und um in den Computern zu gucken, sondern die sitzen dann im Schwimmbad mit ihrem Handy und gucken dann einen Stream im Schwimmbad. Mhm. Das Beispiel, also. Ja. Im Sommer kommen super viele Indie-Spieler raus. Wow. Hammer viele. Richtig viel. Also selbst da ist kein Sommer noch. Im Sommer, also ich glaube, im Sommer muss man einfach kreativer sein als Content-Creator. Ja, um, um Leute zu zischern, weil so das normale Programm zieht einfach nicht. Da muss man sich was einfallen lassen. Wie hat mal ein weiser Mann gesagt, vor einer halben Stunde, man muss sich hier immer wieder neu erfinden? Und im Sommer sollte man sich sehr häufig neu erfinden. Man sollte auch im Sommer sehr häufig duschen gehen. Das stimmt auch. Ja. Und sich eine Klimaanlage schaffen. Und das ist natürlich das Wichtigste. Apropos, mir wird echt kühl. <laughs> mir auch gerade, ich mach gerade den Ventilator, schalte ich gerade ein bisschen. Selbst. Wow. So. Ja, jetzt habt ihr mir quasi aus dem Mund genommen, was ich sagen wollte. Also es gibt eben keinen. Um, kein Sommerloch quasi bei, bei, bei den Views, weil du eben mhm. dich kreativer. Es ist halt leichter, äh, im Winter Content sozusagen auf Twitch zu, zu createn, weil einfach ein Spiel nach dem anderen kommt und dann pickst du dir eins raus, was auf dich passt, spielst es und wenn du fertig bist, pickst du dir das nächste raus. Und jetzt muss man sich eben ein bisschen Gedanken machen, was man so spielt. So mhm. Ich bin jetzt vor zwei Wochen auf die Idee gekommen, mal Sims 4 endlich zu spielen, weil ich das bis heute nicht gespielt habe. Und es hat mir Spaß gemacht ohne Ende. Also, ähm, das werde ich jetzt auch weiter zocken, weil es einfach ein geniales Spiel ist. Es ist ein bisschen teuer, wenn man alles haben möchte. Absolut. Und äh, die DLC-Politik, glaube ich, brauchen wir gar nicht zu thematisieren. Aber ähm, für solche Spiele ist das eben, eben super gut. Und ich habe halt noch ein Sammelsurium an Spielen, die ich danach zocken kann. Also, wenn man vorbereitet ist, dann ist das in Ordnung. Dann geht das auch. Äh, weil Spiele, so neue Sachen. Jetzt im Juli. Kommen ein paar langsam. Also Yonder zum Beispiel, da warte ich schon lange drauf. Da freue ich mich. So ein Mix aus Zelda und, und, ähm, ähm wie hieß denn nochmal dieses Farming-Spiel? Ähm, Stardew Valley? Stardew Valley, genau. So ein Mix daraus, außer 3D-Perspektive. Ähm, das sieht ganz cool aus, aber so jetzt, so im, in den letzten zwei Monaten ist echt nicht so viel erschienen, ne? Nee. Nee, deshalb habe ich ja Alice gespielt und den Vorgänger von Alice. Gott, ein 17 Jahre altes Spiel, ne? Nicht remastert. Mhm. Wie war die Steuerung so? Himmel, Maria. Ich glaube, es gab eine Stelle, wo ich über 20, 30 Mal an die gleiche Liane gespr gesprungen bin. Drittmal hat es geklappt und dann habe ich mich so gefreut, dass es endlich geklappt hat und rede und rede. Und dann kommt so ein Bombenkäfer und knallt mich runter. Und danach hat es wieder 20, 30 Sprünge gebraucht, bis sie die Leane endlich festgehalten hat. Also, so die Genauigkeit äh, war, war nicht so toll. Ne? Da ist man heute natürlich anderes gewohnt. War aber im Großen und Ganzen trotzdem ein gutes Spiel. Also, ich glaube, damals muss das großartig gewesen sein, wenn man so das allererste Mal Alice gespielt hat. Gut, hat Spaß gemacht, hab's auf 100% gebracht, bin glücklich. Das zweite sah trotzdem besser aus. Das, das kannst du nicht vergleichen. Das nee. eine ist 17 Jahre alt und Alice Madness Returns kam äh, 2011. Also, und ich muss sagen, abgesehen so von den Charakteren, hat, haben die nichts beibehalten. Die haben wirklich das Spiel komplett umgekrempelt und es ist großartig. Also, Madness Return ist hm. richtig toll. Ja, oder man spielt einfach GTA-RP, ne? Im Sommer. Gute Überleitung. Ihr seht leider meiner Themenliste, dieses Thema nicht. Nee, ich auch nicht. Äh, ich muss ich kurz auch. mal in die Küche, bin gleich wieder da. Ja, habt ihr vielleicht persönliche T Themenlisten noch vorbereitet? Möchtet euch über gta unterhalten? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich, ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen, äh, dass du jetzt Partner bist, weil das finde ich nämlich wahnsinnig gut an der <laughs> Stelle. Wir haben nämlich vor dem Plankenschnack festgestellt, dass die letzten Planken. Was ist die Mehrzahl vom Plankenschnack? Plankenschnecker? Knacks. Schneckens? Schnacks? Schnecken. Schnecken. Die letzten Plankenschneckens <laughs> nämlich äh, daraus bestanden haben, dass der Slappy mal auf den Sack gekriegt hat, weil er kein Partner ist. <laughs> Und dieses Mal fällt genau dieses Thema weg. ist ein bisschen schade. Ja. Das ist Krankenschneckens. Ich vermisse die Zeit. Da haben wir das Salz. Jetzt. jetzt können wir loslegen. Also geht ah. <laughs> ja. Liegt Sigilentes schon unter der Erde? Nee, er ist schon gehört. mittlerweile zweimal wieder auferstanden und ich habe gehört, es gibt eine Neugeburt. So, also, er wird gerade erzeugt. Ich habe irgend so ein Wort von Wanda heute heute Mittag gehört gehabt, aber ich weil, weiß nicht, worauf das äh, bezogen ist. Warte mal, so, so Frankenstein-mäßig oder was? Nee. Äh, also mir wurde heute zugetragen, äh, dass das äh, äh, dass, äh, Stay und, und auch eine andere Charakterin, Amelie, wohl ein Kind gezeugt haben und da soll wohl sigilantes bei rausgekommen sein. Die Reinkarnation. Ja, so ungefähr irgendwie. Und es, der Serverbetreiber hat mich schon so aus Schitz und Giggles nachgespielt und äh, das ist ein ganz schöner Afterburner, der Charakter. haben ja schon mit Sigilletten aus dem Muttermund. Ja, wahrscheinlich ausgeflutscht. Aber ich ja. weiß nicht, was da dran ist. Ich muss mir das noch genauer angucken. Auf jeden Fall Sigilletten sind da dran. Wahrscheinlich und ein Fogu Healer. Ja, der hat nicht vom Arzt auf den Bobis bekommen. Der, der hat dem Arzt eine Schelle verpasst. Ja, wahrscheinlich, ja. ist <laughs> so? Was das jetzt mit GDA oder? Weiß ich nicht. Ach, ich, ich weiß, nicht. Ich, ich ich weiß gar nicht, nicht, warum wir darüber reden. Aber, aber ich glaube, wir, wir kommen. Also, wenn ich mir so den weiteren Verlauf ansehe, ist glaube ich, kann das zwischendurch immer mal noch wieder Thema werden. Klar, ist doch kein Problem. mich stört das nicht. Ich rede gerne drüber Bist du denn immer noch der Holländer? Natürlich. Hm. Rüd. Bin immer noch Rüd von Mönch, ja klar. Hm. Und er äh, wird uns so schnell nicht sterben. Er äh, ist nur ein bisschen äh, in ein äh, Vakanzi. 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 Es ist äh, eine Art, äh, wie heißt das auf Deutsch? Es ist Urlaub. Urlaub, ja. Ein bisschen zwischendurch, kein spontaner sie Aber es ist noch da, natürlich. Macht doch immer noch Spaß. Das ist das Problem an diesem Spiel. Ja. Das macht immer noch Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt weiter ausmachen möchte, weiter drauf eingehen möchte. Deswegen nicht ich das mal ruhig. Warum denn nicht? Kannst du, hau rein, wenn du, wenn du möchtest. Na, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Ja. GTA ist, ist so ein Ding. GTA ist so ein Ding. Ich meine, der Nils und ich, wir nehmen und geben uns da, glaube ich, nicht viel in unserer Meinung. Aber äh, das Problem ist, und das ist wirklich ein Problem bei GTA für mich, dass dieses Spiel unfassbar viel Spaß macht. Und dass aufgrund der Größe, die, die dieses Spiel einnimmt, vor allem auf Twitch, es an so vielen Ecken aneckt wie kein anderes Spiel, auf das Leute vielleicht keine Lust haben. Und das stößt mir sehr auf, bei diesem Spiel tatsächlich. Je mehr Leute es gibt, die dieses Spiel gucken, umso bekannter dieses Spiel ist, umso mehr Leute gibt es, die sich darüber beschweren. Was bei anderen Spielen nicht der Fall gewesen wäre. Weil, also als Beispiel, ähm, wenn man, wenn man einen Stream hat, und man hat seine, seine Viewerschaft, und man spielt etwas, worauf Leute keine Lust haben, die gucken halt nicht. So. Wenn du jetzt aber einen, einen Stream machst, und dem du gute A spielst, dann kommen diese Leute und sagen GTA ist scheiße, ich möchte kein GTA sehen und gehen dann. Und das ist eines der größten Probleme, die ich bisher tatsächlich beobachten konnte, die ich sehr schade finde. Hm. Das kommt bei der Größe, glaube ich. Ja. Weil das, das ist einfach zu schnell, äh, zu doppelt, zu dreifach, zu vierfach und das ist einfach ein Monster, was man nicht aufhalten kann. Ja, das ist das Problem. Wow. Ja. Ein Segen und ein Fluch. Ja. Es ist, also, es ist wirklich ein Segen und ein Fluch, ja. Es ist cool zu spielen und ein Fluch, äh, dass so viele Leute da sind und Menschen sich nicht beherrschen können. Leider Gottes, und ich will euch nicht zu nahe treten, ich nehme extra das Ding raus: Praise the Tafelsalz. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber bei, bei Twitch-Zuschauern, je mehr Twitch-Zuschauer es werden, desto weniger Intelligenz ist vorhanden. Und das passiert jedem da draußen. Jedem. Auch, auch mir. Und das ist bei GDA der Fall. Leider ver ver verliert dieses Monster auf dem Weg Intelligenz, sehr viel Intelligenz. Leider. Der Hive mind. Das ist so, das Wort Meta das Wort Meta bräuchte eigentlich schon mittlerweile einen Duden-Eintrag. Und Hohensohn auch, habe ich gehört. <laughs> Was Dudensohn? <Entschuldigung>. Dudensohn, <laughs> Duden ja, Entschuldigung. Nie gehört. Es ist einfach, es ist leider so. Und das passiert uns allen. Es passiert uns wirklich allen. Und ich möchte damit keinen angreifen, aber es ist einfach so, man das ist keine Ahnung, dass man schreit Parolen los und oh, das ist wie bei der Lindenstraße und GZSZ, nur dass man alle nicht, äh, nicht hören kann. Aber hier kann man sie hören auf Twitch und lesen. Und das ist schlimm, wenn mit Mistgabeln und mit Forken losgelaufen wird und Leute an den Pranger gestellt werden und so. Es ist leider hat's nicht mehr. Das ist so die Kehrseite der Medaille, die, also wahrscheinlich auch Sascha, als Streamer, das schmerzt halt wirklich sehr. Das kann man sagen. So das, das Ding ist, dass ähm, es aus meiner Sicht halt ist, dass ich immer, also dass ich immer eine Person bin, die immer das gemacht hat in seinem Stream, worauf sie halt Bock hat. Oder Bock hatte. So. Und das habe ich eigentlich immer gut durchgezogen. Und das Problem ist, dass GTA bei mir persönlich so ziemlich das erste Spiel ist, dass, ähm, wenn man auf Zahlen schaut, einfach das Beste ist, was einem passieren kann. Mhm. Aber auch so kontrovers ist im gleichen Moment, dass es auch das erste Spiel ist, worauf ich Bock habe und dennoch sage, du spielst es nicht im Stream wegen dem, was im Stream passiert. Was sehr schwierig ist tatsächlich, weil das... Obwohl es so viel Spaß macht, obwohl es so viel Positives hat, doch so viel negative Sachen mit sich bringen, dass man gerade bei sowas sagt, nee, man macht das doch nicht im Stream. Was ich persönlich noch nie gemacht habe. Es gab noch nichts, was ich, wo ich gesagt habe, ich spiele es nicht im Stream, wenn ich da nicht Bock drauf habe. Und das ist das erste Spiel. Es ist sehr komisch. Und es ist als, für mich als Streamer, sehr schwierig damit umzugehen. Muss ich ehrlich sagen. Beides. Viele, 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 viele Vorteile mit sich bringt, aber nun mal auch viele Nachteile. Ja. Meint ihr, dass es das wirklich nur an den Zuschauern liegt? Also an der Anzahl der Zuschauer, nicht an den einzelnen ja. Zuschauern? Meint ihr nicht, dass es Spiele geben könnte, wo 1500 Leute zugucken und es trotzdem ruhig bleibt? Doch, mit Sicherheit. Ja, da klar. Doch. Aber wenn du, keine Ahnung, wenn du Minecraft spielst und dir gucken 1500 ja, Leute zu, dann wird kann keiner das. zu dir sagen, der. Block, den du gerade gesetzt hast, der war übrigens verheiratet mit dem, der wiederum hat den umgebracht und dadurch hat jetzt der Block, den du gerade baust, ins Gras gebissen. So, dann schreibt es einer und 20.000 Antworten im Chat, das ist aber gar nicht so. Die anderen 20.000 sagen: "Sei doch ruhig, interessiert hier keinen." Und so hast du dann <laughs> den Chat am Laufen. Das wird bei Minecraft nicht passieren. Nee, bei Minecraft hast du dann: "Mi hat 1000 Euro gespendet, gönn dir was." Ja, ich ist ein Donator. <laughs> ja. Um Geld her. <laughs> Also ja. Minecraft wollte ich da gar nicht mit reinziehen, aber ich meine jetzt so ein Creative Stream, wo jemand tatsächlich sitzt und das im bald Bild. Das war das Los. So. RP ist halt so eine, so eine Sache, das ist halt wie, wie eine Serie. Und äh, Leute binden sich an die Charaktere. Und äh, auch im Chat stand schon eigentlich, ein guter RP-Server darauf sollte niemals gestreamt werden. Niemals. Denn es gibt viel zu. Es ist, du kannst diese Masse irgendwann nicht mehr kontrollieren. Und es ist äh, so unkontrolliert geworden, dass Leute beleidigt werden, dass Menschen im realen Leben Hass und Groll gegen Charaktere entwickeln und äh, das einfach nicht mehr auseinanderhalten können. Und das ist auch ein Grund, warum ich aufgehört habe. Menschen können RL nicht mehr von RP trennen. Und das ist kein Spiel mehr. Das ist schon. Das ist auf eine gewisse Art und Weise schon Hass gegenüber der Person im realen Leben geworden. Ja. Und äh, das ist kein, kein Spaß mehr. Und da kann man, also ich persönlich, und die Entscheidung habe ich getroffen, dann scheiße ich ganz ehrlich auf ganz viele Viewer und spiele es nicht. Weil das ist, ich habe echt jeden gern und wir hatten eine schöne Zeit, aber das geht gar nicht so. Dann müsste das woanders konsumiert werden, wo die, wo die Leute das nicht interessiert. So. Aber es ist schlimm, ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Ich sage ja, das ist also in, in, in meinen Augen ist das leider Gottes so ein unkontrolliertes Monster geworden. Oh. Das ist ein unkontrolliertes, Entschuldigung, Leute, äh, unkontrolliertes Monster geworden. Leider. Ja, das ist schon richtig. Aber da kommt dann, wie gesagt, so, ich meine, da sind wir uns eigentlich einig. Da habe ich ja auch oft und, ach, im Stream und überall und da gab es ja auch schon Teamspeak-Gespräche und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, also da bin ich halt vollkommen confirm. Nur bei mir ist halt ebenso, wie ich gerade schon sagte, das Ding, es macht Spaß. Also warum soll ich mich gegen etwas wehren, was mir persönlich Spaß macht? Wenn mein Stream-Konzept, wenn ich eins habe, ist, hab Spaß bei dem, was du tust, und spiel das, so auf du Bock hast. Und das steht einfach bei mir dagegen. Und das hat nichts mit zu tun, mit, okay, ich mache jetzt das Spiel. Ich habe das die letzten Tage gemerkt und das, jeder sieht das. Es läuft GTA, alles schießt nach oben. Alles. Egal der Chat, die Zahlen, alles schießt nach oben. Ja. Also absolut alles. Aber das, das ist nicht der Grund so. Der Grund ist tatsächlich der Spaß. Und es macht Bock. Und das ist halt bei mir gerade. Ich hätte mich da auch größtenteils zurückgezogen. Ich spiele es nicht mehr so oft. Aber ich will es auch nicht komplett verbannen, weil dafür macht es mir zu so viel Spaß. Also ich werde es eine ganze Weile nicht mehr anfangen. Bin ich ganz sicher. Ich, bin, ich stream so lieber, wie es jetzt gerade ist. Wir haben. Heute war, heute muss ich sagen, war wieder so ein Tag, wo ich gemerkt habe, ja, darauf kann ich auch verzichten. Heute war so ein geiler Tag, wir haben anderthalb Stunden zur Begrüßung geredet, wir haben so hart aufeinander geschossen und das war so witzig. Ohne diesen ganzen Philiphans. Mir, mir ist das Streamflöten gegangen irgendwie. Ja, mir auch. Also, du kriegst halt nichts mehr mit und so. Also ich, ich persönlich bin super glücklich mit der Entscheidung. Ich bin super happy. Auch wenn alles in den Keller gegangen ist, so, das kann man wieder stabilisieren, so, denn, dann kann man eins sein und das soll aber jeder machen, äh, das, das soll jeder machen, wie er will, so. Und ich glaube, hey, lass, lass die Leute tun so. Wer da Bock drauf hat, let's go, so. Let's go. Und das ist auch gut so. Ich freue. Das mich. ist schade, ne, eigentlich. Ja, also, was halt, ich meine, was heißt es ist schade? Natürlich, also ich bin auch nicht gerade happy darüber, dass ich das nicht mehr mache, aber es ist halt besser für mich und für alle. Einfach. Das ist meine Entscheidung dazu. Vielleicht einen Chat in Emote-Only-Mode einstellen. <laughs> ja, aber das ist alles so eine. Ich, ich glaube, bei, bei, bei einigen ist es immer so, man sieht die Konsequenz gar nicht. Äh, weil selbst wenn du der erfahrenste Streamer auf dem ganzen Planeten bist, du kannst das nicht kontrollieren. Ja. Und das ist sehr gefährlich, weil damit kannst du dir richtig hart selber in den Popes reinballern. Und zwar volles Fund. Damit kannst du deine Community, die du dir jahrelang aufgebaut hast, komplett zerschießen. Und das ist so ein Ding. Sorry, wenn ich da gerade eben yep. dich unterbreche. Bitte. Ich habe äh, mit Curtis viel gesprochen, die letzte Zeit, mhm. und äh, auch privat. Ähm, er versteht, also ich habe jetzt nur über, über mich gesprochen, als es darum ging, er versteht mich nicht, dass ich das nicht mache, weil er ähm, auf Twitch gekommen ist, er hat dieses Spiel gestreamt, er kennt es, mit Tausenden von Leuten im Stream sich auseinanderzusetzen. Der Kerl hat innerhalb von einer Woche oder von zwei Wochen das geschafft, wofür andere Jahre brauchen, wofür andere Jahre brauchen und er ist auf diesem Standpunkt, wo er ist. erkennt, es so und er kennt es nicht anders. Und deswegen ist es, glaube ich, auch beispielsweise jetzt an ihm, schwer zu verstehen, dass sich Leute dagegen stellen und sagen, nee, ich mach das nicht, weil ich kenne es anders und ich weiß, wie ein Chat sein kann, wo nicht tausende von Leuten sind und wo man sich kennt, wo man den ganzen Chat begrüßen kann, wo man sich untereinander kennt. Wenn man einen Streamer macht. Und erstmal eine halbe Stunde alle begrüßen, alle und jeder begrüßt jeden und sowas. Und das ist für solche Leute nicht nachvollziehbar. Das ist halt eine andere ja. Art von Streamer, weil es ist ja auch nicht wild. Ja, nee, ist er. Ja, nee, ist doch nicht. Im Ganzen gar nicht. Ich kann das gar nicht. Ich kann nicht ein Spiel für mich alleine streamen. Das ist langweilig. Ja. Dann brauche ich nicht streamen. So. Aber das ja. ist das halt. Ich habe vier Wochen nichts mitgekriegt. Ich habe super viele Leute, die resubscriben, die habe ich noch nie gelesen. Und ich habe ihnen irgendwann mal Danke gesagt. Oder auch nicht. <laughs> Aber das ist. Das ist halt, jeder soll das machen, wie er, wie er möchte, so. Und äh, irgendwann kommt jeder an den Punkt, wo seine Grenze erreicht ist, vielleicht, so. Und ich gönne das echt allen Leuten. Let's, let's rock'n'roll, let's party, so. Curtis, Lori, äh, Murphy, wie sie alle heißen, so. Let's go, habt Spaß. Rock die Scheiße, solange ihr das rocken könnt. Das habe ich damals schon gesagt. Reitet diese positive Welle, solange ihr da Bock drauf habt. Und dann irgendwann sagt ihr so, okay, jetzt nervt es mich und dann hau ich ab, so. Ansonsten, let's go, solange sich keiner zwingen muss. Hooray, party on! Was sagst du dazu, Sadi? Wieso spielst du kein GTA mehr? Ja, ich, ich bin einfach mit dem ganzen äh, mit mit dem ganzen Hype nicht klargekommen. gekommen. Das, so viel das Meter ging im Chat und so. Das, ne? Ja, das ging einfach nicht. Ja. Ich habe mich dann lieber für eine äh, kleine kuschelige Community entschieden. Das war mir einfach alles zu viel. <laughs> Nein, für mich ist RP nichts. Das ist ähm, ich. ich, ich ist, ist nicht ist nicht meins. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen würde, mehrere Stunden lang in einer Rolle zu bleiben, und ähm, ist auch für mich zum Zusehen jetzt nicht. Das äh, dann schaue ich mir lieber Challenge Runs an oder Speedrunning. Das ist halt eher so das, was mir gefällt. Deshalb sage ich nichts, wenn ich wenn ich was nicht, wenn ich nichts gescheites zu einem Thema beitragen kann, dann bin ich lieber still. Aber jetzt mal jetzt mal eine Frage an dich, gerade, mhm. gerade an dich. Vielleicht ja. auch ein bisschen an Snapey, aber eher an dich. Warum wird GTA so gehypt? Ich weiß es nicht. Als, glaub, als Person, die, ich, die das. Was, was denkst du? Warum gucken da so viele Leute zu? Warum ich glaub, explodiert die Leute das? Find, so? Ich glaube, die Leute finden es spannend. Es ist doch wie, wie eine Soap. Ich gucke jetzt auch keine Soaps. Also von dem her. Ich glaube, die Leute finden das spannend so, zuzusehen wie es da weitergeht. Ne? Die eben. Bei einer Soap. Ich glaube, es ist nur schwierig, wenn man dann, die, die, ich weiß gar nicht, ob die alle auf dem gleichen Server, sind die alle mm. auf dem gleichen Server? Ja, ja. fast alle. Da denke ich mir, Gott, wie viele Streams müssen denn gleichzeitig schauen, um da überhaupt up to date zu sein, ne? <laughs> Weil was in dem passiert und dann da und, das, das ist mir schon wieder zu anstrengend. <laughs> und die, die Vorarbeit von Arma. Und bitte was? Die Vorarbeit von Arma, die Arma geleistet hat. So, Arma war ein ähnliches Phänomen vor zwei, drei Jahren, als Leute wie Lyric zum Beispiel sind auch mit Arma groß geworden. Okay. Mehr oder weniger. Ja, ähm, das war ja noch viel früher. Ja, ja, eben. Aber da haben die Leute schon seit Ewigkeiten darauf gewartet, dass endlich mal wieder ein richtiges, neues, also nicht jetzt jeder Einzelne hat darauf gewartet, sondern die haben halt ein bisschen Arma geguckt. Arma wurde vielleicht manchen langweilig, dann haben sie woanders weitergeguckt, sind vielleicht komplett weggegangen. Und dann kam plötzlich dieses neue, große RP-Game. Und alle sind zurück und haben sich halt draufgeschmissen. Und das siehst du halt jetzt. So, die Viewer-Zahlen gehen durch die Decke bei den meisten. Bei meisten die vorher noch gar nicht bekannt gewesen sind. Nee, also das ist so ein Phänomen in Deutschland. Rollenspiel ja. wird in Deutschland einfach komplett gefressen. So. Du hm. hast halt. Das kann man das kann man sehr schön vergleichen, zum Beispiel mit Darkest Dungeon. Darkest Dungeon kommt im nicht-deutschen Bereich richtig krass an. Also volles Fund. Spielst du das in Deutschland? Das ist einfach so ein Interesse. Ich glaube, Deutschland prinzipiell oder deutsche Zuschauer haben ein super krasses Interesse an diesem Rollenspiel-Ding. Deswegen ist Arma durch die Decke gegangen. Deswegen ist jetzt GTA durch die Decke gegangen. Und GTA wird super, super lange noch da sein. Richtig lange. Das ist das neue Arma. Arma wird jetzt auch sterben. Und alle Arma-Streamer, die Großen, die kommen jetzt in GDA rein, wenn sie ihre eigenen Server aufhaben. Und dann ist nochmal richtig Remi-Demi. Also, ich glaube nicht, dass, äh, dass das jetzt in nächster Zeit sterben wird. Nein. Nee, das glaube ich auch nicht. Das, das wird, wird sich, glaube ich, richtig, jetzt so ein bisschen, ja. so ein bisschen splitten, sage ich mal. Also, so wird so wird man wird so die zwei, drei, vier, fünf Leute haben, wo man weiß, okay, die machen das. Und da gibt es das und das. Und alles andere wird sich so ein bisschen mehr splitten. Das war auch bei Arma schon immer so. Ja. So wie ich das immer mitbekommen habe. Mhm aber es gibt so es ist so der Punkt da, da habe ich das habe ich auch bei Arma nicht verstanden wobei ich, ich also ich finde tatsächlich bei GTA ist es schlimmer als bei Arma das ist also was ich jetzt so mitbekomme ich werde das nicht verstehen warum warum es gibt Leute die streamen seit Ewigkeiten die haben wie, wie gesagt reden wir von Zahlen da gucken 20 Leute zu 30 Leute die spielen GTA und explodieren und das noch nicht mal weil die jetzt keine Ahnung über RP können. Nein, einfach, weil GTA im Titel steht. Und das ist dieser Punkt, den würde ich nicht verstehen. Warum? Weil du, nicht die, verstehen. weil du die Ansichten von den verschiedenen Personen hast. Und manchmal, wenn du involviert bist in größere Geschichten, siehe Schwarzwasser oder ist Ich war ja überall involviert zum Beispiel. Und dann gucken Leute halt deswegen zu oder bei Frau Grün oder bei, bei Murphy oder Breen oder Curtis halt. Ich meine, oder Stay selber. Ich meine, Stay hat letztens 8000 Viewer gehabt. Scheiß die Wand an. Hallo? Was ist da los? Oder kurtis mit fünf. What? Ja, aber das wollen die Leute halt sehen, so, wie es weitergeht. Bis, ja, die, bis die Story vorbei ist. Aber die Story wird nicht zu Ende sein. So, und das ist, doch, das ist doch cool. Es ist ja auch wie eine Serie. Ist es ja auch. Wenn man den Chat ausblendet und sich das einfach nur reinzieht, ist es wie eine Serie. Ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist. Ob es so wie, wie Kavala Markt jetzt mittlerweile ist. Äh, aber es ist halt wie eine Serie. Und ich kann das verstehen, dass sich Leute das reinziehen. Definitiv. Klar. Chat aus, ab dafür. Und wenn du als Streamer sowieso jetzt nicht der interaktivste mit dem Chat bist, kannst du auch drauf scheißen. Let's go. Ja, dann sowieso. Das klar. ist dein Trittbrett. Feuer frei, Bajane. Wenn du das einigermaßen gut machst, ist das dein absolutes Trittbrett. Du wirst explodieren. Das ist wie Daisy damals, so. Der Einstieg. mal mhm. altes Live, der Einstieg. so. Das ist. Let's go. Ist der Sie eigentlich mittlerweile Beta? Nee, das wird auch nie Beta. Ein kleiner <laughs> Witz am Rande. Braucht sie auch nicht. Ich kann das schon verstehen, warum das dominant ist. Das ist halt wie ein Rattenschwanz, nicht? Leute nehmen das als Einstieg, bewegen das, ist auch gut so. Perfekt. Let's go. Ja. Aber es ist halt, was mich, was mich selber ein bisschen stört, ist, dass das, dass das so über omnipräsent ist. Also wirklich überall. Selbst bei Leuten, die nicht mal involviert sind. Also dass das bei mir passiert, ist mir klar, ja, aber wenn das Sali und Sleppy wird, bestimmt auch schon Kontakt damit gehabt haben, oder nicht? Also du meinst Streamer, die ansonsten sowas nicht gestreamt haben? Nee, nee, dass Leute zu euch kommen oder und mit euch da über sowas reden dann, oder Ach ist so. das nicht? Doch, doch. Ja. Also ich wurde auch schon ein paar Mal jetzt gefragt, ob ich darauf nicht doch Lust hätte oder so. Das könnte man sich doch ganz toll vorstellen, aber es ist so gar nicht. Das ist richtig krass. Ist und es so ist toll. Also, es ist jetzt nicht das, ne, Es ist eine tolle Sache. Und ich könnte das auch allen so, aber die sollen, sollen die dann mal machen. Und ich spiele Alice Madness Returns auf 100% oder das nächste und das nächste. Und äh, nee. Nee. Nee, was, was viele halt, die, die, die Leute sind halt dann auch immer so eingeschossen auf dieses Spiel, ne? Wenn du jetzt einen kleinen Streamer entdeckst und der spielt jetzt GTA und dann guckst du nur dieses GTA, wenn der etwas anderes streamt, dann sitzt dann, dann ist das so, dann denken die mir so, wo sind denn jetzt auf einmal alle? Ne? Es ist, äh, nee, ich, ich hab das lieber so, wie es bei mir ist und äh, schauen wir das von ganz weit weg an. Es ist doch tatsächlich manchmal besser so. Ähm, ich hab. In den zwei Jahren, wo ich jetzt streame, habe ich effektiv vier Wochen, kann man ungefähr sagen, vier Wochen dieses GTA RP gespielt. Und ich hatte jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen oder so habe ich gepostet, dass ich das erstmal zurückfahren werde. Ähm, in dieser Zeit, ich hatte in diesen ganzen zwei Jahren, wo ich Spiele länger und häufiger gespielt habe, nie so oft eine Frage wie, wann kommt das und das? Ja. Als in diesen zwei oder drei Wochen nach vier Wochen geht GTA in den ganzen zwei Jahren. Ja. Absolut. <laughs> Das ja. ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Ähm, der äh, äh, der Fischi hat ja gerade geschrieben, auch im Chat, ja. ähm, wie sich das äh, halten wird äh, danach. Da finde ich tatsächlich das auch sehr interessant. Ich glaube, dass Leute, und da sage ich explizit Stay und Curtis nehme ich noch mit rein. Ich glaube, dass die ein selbst ohne GTA einen riesen, ich sag Vorteil aus der ganzen Sache ziehen, selbst wenn sie kein GTA mehr spielen. Aber ich glaube, dass viele Leute, die vorher was anderes gemacht haben, wie jetzt ich beispielsweise oder auch Nils und so, ich meine, es werden immer ein paar Leute hängen bleiben. Aber ich glaube, dass es trotzdem sehr, sehr, sehr spielabhängig ist. Ich glaube, dass wenn dieses Spiel nicht mehr gespielt wird, nicht mehr gespielt werden darf, aus Grund XY, was weiß auch ich, dass du das krass merken wirst. Ich habe hab mich richtig ja. hart auf den Boden gesetzt. Also, ja. ich, kann das, ich kann das sagen und belegen, Leute. Ich habe mich richtig hart auf den Boden gesetzt. Aber volle Kanone. Ich finde, also wir, wir packen das einfach mal. Das ist ja kein Problem. Wir können das ja darlegen. Also ich ja. bin raus, ich bin reingegangen in GTA mit 600 bis 800 Leuten durchschnittlich. Fast, egal welches Spiel, ja. Also Minimum 600 bis 800 hoch, wenn es mal Gutes war, was mir so liegt. Ich finde GTA rein. Das höchste, das Maximum, was ich hatte, war 3600 Zuschauer und normal durchschnittlich 2.000, 2.500, so Pi mal Irre. Ich habe GTA ausgemacht, die erste Woche Stream zwei. 190 Viewer. 290. Ich bin mit 6 bis 800 reingekommen. Ich habe mich richtig hart auf den Boden gesetzt. Ich wurde extrem geerdet von der realen Welt, wie es ist, wenn das vorbei sein kann. Und das liegt jetzt glaube ich nicht daran, dass ich ein scheiß Mensch geworden bin oder ein anderer Mensch geworden bin, ich habe mich einfach mal schön grundiert auf den Boden gesetzt. Und das Gute an der ganzen Sache ist, jetzt hat man wenigstens mal wieder einen Grund, ein bisschen äh, Action zu machen. Ich würde aber auch sagen, dass es ein bisschen ist, abhängig ist. Ne? Also, natürlich, klar. Ähm, es kommt auch immer darauf an, ob du dann nach GTA RP eventuell ein Spiel spielen kannst, womit sich eine große Masse der Zuschauer auch vielleicht weiter beschäftigen kann. Ähm, wenn du jetzt krass wechselst irgendwie auf ein Spiel, das jetzt von, von GTA einfach ein Superbruch ist, dann kann es natürlich sein, dass es krass abfällt. Aber wenn du. Würdest du jetzt von GTA RP auf, auf irgendein großes AAA-Game, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel ähm, das Star Wars Battlefront 2 jetzt gerade rauskommen würde und du würdest es da rein direkt wechseln, glaube ich, würdest du es nicht mehr so krass merken, weil du ja immer noch relativ weit oben bist und dann sp was spielst, was vielleicht andere wieder viel gucken wollen. Weißt du, also so würde ich, glaube ich. Aber ich glaube, der Drop wäre immer noch da. Ich glaube, das wäre immer noch ja, krass. natürlich. Vor allem, klar. Wenn, du, wenn du jetzt. Äh, wie gesagt, ich sag nie und nicht, wir geben und nehmen uns da glaube ich nicht viel, aber wenn du halt versuchst, das zu machen, was du vorher gemacht hast, dann hast du erstmal das Problem, weil die Leute, die keinen Bock haben auf GTA, die kommen erstmal nicht von einem auf dem anderen Tag wieder, weil sie denken, du spielst sowieso nur den ganzen Tag GTA. Deswegen fallen die Leute weg und die Leute, die GTA geguckt haben, fallen weg, weil du kein GTA mehr spielst. Wir haben das auch vorher, bevor wir den Plankenschnack angefangen haben, da habe ich auch bei mir im Stream schon oft drüber geredet, wo er sagt, äh, von wegen geerdet und so. Ich habe das Beispiel gebracht. Ich bin da auch absolut offen und mir ist das halt auch scheißegal. Ich habe, als ich angefangen habe mit GTA, ich mache das tatsächlich immer so ein bisschen an Subzahlen fest. Tatsächlich. Ähm, ich war bei 1200 ungefähr, 1100 bis 1200 Subs, die ich hatte, bevor ich GTA gespielt habe. Als ich aufgehört habe mit GTA, war ich bei 2100. So. Und von diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich spiele kein GTA mehr oder nicht mehr so viel GTA, sind bis Stand heute 500 weggefallen und das ist zwei oder drei Wochen her. 500. Das ist halt richtig hart. Ich meine, es sind immer noch mehr wie vorher, aber es sind 500 weggefallen und jeden Tag fallen wieder welche weg. Was voll, was voll und ja. ganz cool ist. Also das ist voll und ganz in Ordnung. Aber das ist auch so ein Moment, wo du so dann denkst, okay, das ist jetzt halt schon krass. Das ist schon krass, wenn man überlegt, wie viel man oder wie lange man gebraucht hat, um bis dahin zu kommen früher oder, mhm. oder auch immer noch, wie viel Streamer sich jeden Tag den Arsch aufreißen mhm. für sowas. Und dann sitzt du und denkst du, okay, und es fällt, und es fällt, und es fällt, weil du kein GTA mehr spielst. Und es hört auch das nicht ist, mehr auf. Da, da, das ist doppelt so viel, wie ich an meinem höchsten Punkt hatte, was dir weggefallen ist. Ja. In den drei Wochen. Und das ist heftig. Fluch ja. und Segen. Ja. Das mhm. ist Fluch und Segen zugleich. Also es ja. kann dich auch richtig. Ich, ich möchte übrigens sagen, also von meiner Seite ist das überhaupt kein Mimimi. Ja? Also ich beschwere mich nicht. Ja, ich nein. war mir über die Konsequenzen komplett im Klaren und ich habe diesen, diesen Schritt gemacht im, im klaren Geiste, ja. Und das, ich beschwere mich überhaupt nicht. Ich bin glücklich, alles cool. Ja. Also nicht dass nachher wieder so, ja. oh, der hat schon wieder rumgeweicht und so. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ich glaube, dass hier auch Leute gerade sich das reinziehen, die auch uns alle so ein bisschen kennen und das glaube ich auch verstehen, was wir damit sagen. Wer ja, weiß. Weil ich alle anderen, die gucken gerade GTA, bei allen anderen, die <laughs> gerade GTA spielen. <laughs> wow. Okay. Also wenn es mir um die Viewer gehen, würde ich natürlich auch GTA RP und <laughs> Battlegrounds spielen, so, ne? Also, das ist. Keine Ahnung. Natürlich das ist es kein Mimimi. Oh. Es muss ein langsamer Prozess sein. Das ist halt vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann damit nicht umgehen, also ich könnte damit nicht umgehen, wenn ich plötzlich irgendwie aus dem Nichts so krass wachsen würde. So. Ich bin so stolz darauf, dass ich das in drei Jahren wirklich auf dieser Linie hingelegt habe, so dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und eben nicht so und dann wieder so, sondern halt wirklich, weil du dich an alles, was dieses Ganze vor der Kamera sitzen, mit sich bringt, an alles gewöhnen kannst. Was die Zeit? Das ist tatsächlich auch was, was ich persönlich schon, wenn ich mal in diese Themenliste gucke, schon mit dem nächsten Thema ein bisschen verbinden könnte. Wenn wir da jetzt versuchen, eine Überleitung ja, zu schaffen. Hau rein. Und zwar diese äh, Affiliate-Geschichte. Oh, das, da willst du direkt reingehen. Also das wäre jetzt tatsächlich etwas, wo ich da so ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, schon hinkommen würde. Ähm, Dass, äh, Du kannst das ja gleich selber, das Thema ausschmücken, aber das, was ich dazu sagen wollte, ist folgendes, dass ähm, jetzt seit ein paar Tagen ja ähm, Non-Partner Affiliate-Partner sind und man die Möglichkeit hat, gesappt zu werden. Als Nicht-Partner. Und dass ich die, ähm, dass, dass ich äh, gemerkt habe, dass seit diesem Zeitpunkt viele, viele, viele Leute in ihrem Stream einfach erstmal als Titel drinstehen haben, Partnerhype, äh, Subhype. So. Und dann scrolle ich so durch diese Liste und dann gucke ich mir Streamer an. Es gucken drei Leute zu, es gucken fünf Leute zu und dann, dann gucke ich so den Titel und dann mache ich so den Stream auf und ich denke so, okay, Partnerhype. Hm. Worauf ich eigentlich hinaus will mit der Sache ist folgendes. Dass äh, sich. Also, das ist auch wieder so ein lustiges Phänomen. Viele Leute beschweren sich auf Twitter über die Leute, die sich beschweren, dass Leute Affiliate-Partner <laughs> sind. Das sind die einzigen, die ich gelesen habe. Ich habe Meta. nicht einen, Ja, genau. Ich habe nichts eingelesen, irgendwo, der sich darüber beschwert, dass es dieses Affiliate-Programm gibt. Und jetzt beschwerst Doch. du dich über die Leute, die sich über die Leute beschweren, die sich über die Affiliates beschweren. Nein, das finde ich nur lustig. <laughs> das das finde ich in der Tat nur lustig. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist folgendes: Dass ich es ähm, gut finde, dass Twitch so viel macht. Auch für Leute, die nicht die große Viewerschaft haben oder sonst irgendwas. Das finde ich voll und ganz gut. Dass den, den einzigen ich will nicht sagen negativ, aber den einzigen komischen Beigeschmack, den ich bei der Sache habe, ist das anhand dieses Beispiels, was ich gerade schon hatte mit Zapai, Partner und so weiter. Da kann ich auch nur wieder ein Beispiel von mir bringen. Oder von Schlo. Von Schlorox. Wir beide hatten vor anderthalb Jahren oder vor, ja, vor knapp zwei Jahren, als, als wir gepartnert wurden, das Problem, wir hatten viele Viewer, wir hatten viel Chat-Aktivität und wir hatten Bots. Wir wurden des Todes gebottet, aber hatten trotzdem eine riesen Community, die hinter uns stand. Und wir wurden nicht gepartnert. Es, es ist einfach nicht möglich gewesen. Wegen, keine Ahnung, wegen Bots oder was weiß ich, wegen dem ganzen Shit. Und jetzt ist es so, dass Leute, bei den ähm, fünf Leute zuschauen, das bekommen, was uns damals schon echt viel gebracht hätte. So. Also, wie gesagt, das ist kein negativer Beigeschmack. Ich finde es gut. Ich hoffe nur, dass die Leute, die es nutzen, sowas vielleicht im Hinterkopf haben und darauf aufbauen können. Oder das zu schätzen wissen, sagen wir es mal so. Das, also, ich drücke mich ein bisschen sehr schwer aus, aber. Die, ja. die, die, die Hindernis äh, oder das Hindernis ist doch sowieso schon das Steuerinterview. Punkt. Fertig. Das ist das Hindernis. Und das ist das allergrößte Hindernis. Steuerinterview? Steuern? Oh oh, nee, mache ich nicht. Ja. Das, das sieht doch schon alle aus, eigentlich. Im Grunde genommen. Glaubst du Ja. Weil ich glaube, sehr viele, also wenn ich jetzt an mich selber denke, meine erste, ich werde Partnernummer. Ja. Oh, Steu <laughs> Steuernummer? Was? Hey! Ja. Was muss ich hier alles? Nee! Und dann musst du erstmal anfangen, das zu verarbeiten. Dann musst du losrennen. Dann musst du jenes machen. Und da, es ist ja nicht jeder vorbereitet. Zum Beispiel bei mir war das ja so: ähm, mit der Steuernummer, ich habe vor ewig und drei Tagen Zeit mal irgendwo ein Praktikum gemacht. Und dann hatte ich halt eine Steuernummer. So. Und dann denkst du nicht daran. Und das wird für viele, glaube ich, schon ein Hindernis sein. Also ich gerade, denke ich mal. Schätze. Ich bin froh, dass du keine Frau, keine verheiratete Frau in der Schweiz bist. Wow, okay. <laughs> ja. Da darfst du wird dir da die Steuernummer entzogen, oder was? Nein. So, einmal die Steuernummer. Jetzt dürfen sie sich küssen. Pass auf, wortwörtlich. Ja. Bitte die Steuernummer ihres Mannes, denn ihr Mann ist der Taktgeber in der Beziehung. <laughs> ja, aber weißt wen du, darfst da du schon, ne, du, in der da, Schweiz? Bist du dein, dein Leben lang selbstständig gewesen? Bist über 30 und dann sagt dir jemand am Telefon, dass du wie entmündigt bist. Ne? So, bitte die von ihrem Mann. Denn der ist der Taktgeber. Ich, aber ich bin schon groß. Hier. <laughs> Nein. Sie sind verheiratet. Ich würde sagen, jetzt gebe ich dir mal ein paar Takte hier Fräulein. Das war lustig. Gut, <laughs> jetzt, wo ich das eigene Geschäft angemeldet habe und so, habe ich halt auf dem krieg dein Geschäft eine eigene Steuernummer. Das ist dann schon, aber am Anfang Stefan. Was sagt uns das? Die Moral aus der Geschichte. Unverheiratet und Kinder besser. <laughs> äh, keine Kinder. <laughs> Ja. Gut zu wissen. Ich, also wir hätten ja. uns gerade, das habe ich mit Slabby schon mal besprochen gehabt, wir hätten uns damals ein, ein zweites Urloch, wir hätten uns dumm und dämlich gefreut, hätte es das damals gegeben. Genau. No? Also wir, wir haben eigentlich so mit, mit Schloh und dir, wir haben so alle, ne, man hat so versucht, Partner zu werden und es gab wirklich so eine Zeit, wo man wo es einfach nicht geklappt hat. Und wenn es dieses Affiliate-Programm -Pro damals schon gegeben hätte, das wäre toll gewesen. Oh ja. Also ich, äh, wir hätten uns das damals gewünscht und ich finde das toll, dass das so viele haben. Ein paar steigt es ein bisschen über den Kopf, aber die, die werden auch wieder normal. Die kommen auch wieder auf den Boden. <laughs> die kommen auch wieder auf den Boden. Also ich finde es großartig. Wir hätten es uns damals gewünscht. Das ist ja genau. wie überall. Man steigt immer ganz hoch, aber irgendwann geht es auch wieder runter und dann sollte man auf die Landung sich vorbereiten. Ich freue mich immer bei sowas. Also ich bin nicht ja. gehässig, ne? Aber das zeigt das, Ge das wahre Gesicht eines Menschen, wenn er, wenn er, einmal oben war und dann unten ankommt. Und da gibt es sehr viele Beispiele in der Vergangenheit, wo einige Menschen sich etwas, naja, ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Oh, ich liebe diese Momente. Mmh, das wo ist jeder weiß, äh, um was es geht, aber dann irgendwie doch nicht. Doch. Ich glaube, alle wissen, von welchen Leuten ich gerade rede das ist so, das ist wie Zucker das ist so, das guckt man sich so, als wenn man einen kleinen Jungen oder Mädel so den Lolli wegnimmt und dann sitzt man da mm -hmm. hättest <laughs> du mal nicht so einen auf dicke Hose gemacht es <laughs> ist so, es ist so das Ding wie, wie Sleppy vorhin sagte, das ist halt, wenn man, wenn man unten anfängt und man kommt nach und nach nach oben ähm, das ist, das ist halt schon besser, das ist auch fast schon die Kombination oder in Kombination mit der Frage, die Fischi vorhin gestellt hat was ist, wenn die Leute, die jetzt mega gehyped sind, wie beispielsweise in Curtis, der angefangen hat damit, jetzt GTA spielt, was ist, wenn der kein GTA mehr spielt? Was wird passieren? Was ist mit dem? Und das ist, glaube ich, der Grund bei Nils und bei mir gewesen, dem entgegenzuwirken, weil wir wissen, dass es auch anders ist und das halt nicht diese, obwohl er jetzt kam, er kam jetzt schon dieser Drop einfach, dieses, wir wussten ja beide, was passiert und trotzdem hängt es irgendwo bei uns im Hinterkopf und es arbeitet. Natürlich arbeitet der ganze Schritt so, aber es ist halt, würde ich auch immer noch sagen, besser, wenn man irgendwo unten anfängt und weiß, was man tun muss, um nach oben zu kommen und sich über jeden verkackten Schritt freut. Wenn fünf Leute mehr im Chat sind, wenn zehn Leute mehr zugucken, wenn keine Ahnung, irgendwie sowas passiert, das ist für die, also persönlich für das, es ist besser einfach. Also, finde ich. Aber das kann jemand, der es nicht anders kennt, nicht verstehen. deswegen affiliate partner piano keinen Überflug kriegen. Ja. Wüste auf den Boden. Aber ich du hast doch du du hast dich doch sehr arg und intensiv auch beschäftigt mit dem Thema, oder? Ja. Dann äh, let's go. Ähm soll ich ich, ich fange einfach vorne an ja. nochmal. Ja, ja. Ähm Ne, also die, die, die Affiliates, die es ja schon seit einer Weile gibt, die meisten sind ja auch schon eingeladen, haben ja jetzt den Sub-Button bekommen, das haben wir ja jetzt thematisiert. Das haben sich natürlich alle gefreut, warum auch nicht. So, ich habe mich damals auch gefreut, als ich den Button bekommen habe. Ähm, ja. Man glaubt es nicht, wow. aber habe ich. Glückwunsch <laughs> Klick, nochmal zum Partner. Äh, danke, danke. Gut gelesen, Mudi. Ähm, äh, <laughs> <laughs> ähm, jedenfalls. Ähm, oh. <laughs> du, ich habe was Neues eingeführt. Hier. Easy Peasy. Sind jetzt Briten oder ja. was? Ja, sie? Zwei Finger haben ich aber schon lange. Was heißt denn zwei Finger bei dir? Was das hier? Ja. Das hier heißt das da. Einfach nur ein Das da heißt das? Ja, sicher. Oh fahr wow. mal, frag oh, mal, fahr mal du nach du? England und mach mal den hier. Viel Spaß. Echt? Ja, habe ich mir oh. dabei bringen lassen. Seitdem mache ich das sehr gerne im Stream immer. Wenn jemand so ein bisschen frechig ist, so, dann mache ich immer so. Warte, die du Leute, wie oft ich so mache? Ja, die Leute verstehen ja. das. Also bei mir zumindest denke ich, dass die Leute das verstehen, weil ich finde das halt scheiße, deswegen mache ich einfach so. Ich sag immer, zwei Finger sind besser als einer. Echt? Ja. Okay. Und dann so, weißt du? Mit Ö und. und. Der, ist, der, der hier ist eher meiner persönlich. Du bist ja. bei mir schon seit Anfang an eingefroren. Du so. weißt, du, was du für ein Gesicht machst bei mir so. Das hm. sieht ja, ja anders geht er bei mir auch nicht aus. Und bei mir bewegt er sich. <lacht> <lacht> Tag, Liegt am Botox. Also. Haben wir von Twitch-Money geholt. Ähm, jedenfalls <laughs> haben die Affiliates jetzt einen ähm, Sub-Button, darauf wollte ich hinaus, genau. Ähm, und das bedeutet, so, warte mal, wo sind wir denn hier? Genau, das heißt, die Affiliates haben jetzt Emotes bekommen. Jeder Affiliate hat ein für alle ähm, Subscriptions, äh, ein Emote. Ein für den 10 Euro und ein für den 25 Euro ähm, oder Dollar, sagen wir es so. Ähm, also insgesamt drei Emotes kann jeder Affiliate hochladen. Ähm, der Präfix wird, ich informiere euch jetzt mal kurz darüber, was alles jetzt dazugekommen ist, der Präfix für die Emotes wird automatisch vom System ähm, äh, vergeben. Und zwar sind das die ersten sechs Buchstaben eures Namens. Ähm, Wenn es das doppelt gibt, wird noch eine Zahl hinten angehängt. Das heißt, es gibt jetzt schon einige ähm, einige interessante äh, Präfixe, die ich schon gesehen habe. Ich will jetzt hier keinen einzelnen nennen, damit da nicht dr sich drüber lustig gemacht wird, aber ich habe da schon einige Witzige gesehen. Es ähm, ist ein bisschen schade, dass man das nicht ändern kann, wenn da plötzlich irgendwie was Lustiges bei rauskommt. Auf jeden Fall genau. Präfix so wie kann Oma ich zum Beispiel. Bitte? Sowas wie Oma zum Beispiel? Zum Beispiel. Okay. Nee, nee, aber das meine ich. Nee, darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber das, was gab es da? Wo plötzlich was mit einem äh, Po und so mhm. mit drin kommt. Ja. Genau. Ähm, wichtig, und das glaube ich, haben viele Leute mittlerweile wieder vergessen, deswegen sage ich es nochmal: äh, Eine Auszahlung erfolgt erst, wenn 100 Dollar erreicht sind. Das heißt, wenn ihr nach einem Monat oder in dann eben drei Monaten, sobald eben für jetzt diesen Monat die erste Auszahlung stattfinden soll, euch um, wundert, warum ihr kein Geld auf dem Konto seht oder auf dem Paypal, könnte es daran liegen, dass ihr einfach noch nicht die 100 Dollar erreicht hattet im letzten Monat. Es müsste ja dann bis zum 30. Juni sein. Ne? Also bis zum 30. Juni wird gesammelt. Und anders als bei den Partnern ist es bei den Affiliates 60 Tage später. Das heißt, es kommt dann zum 1. September. Glaube ich, ja. Müsste ja dann der 1. September sein, wenn die erste Auszahlung rauskommt. Ihr müsst allerdings bis zum 30.06. schon eben die äh, 100 Dollar erreicht haben. Sonst kriegt ihr es erst nächsten Monat. Das ist auch wichtig. Ähm, abgesehen davon, dass ihr das versteuern müsst, das brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal zu thematisieren. Was? <laughs> Man glaubt es nicht, ja. Genau, 60 Tage. Ja, ja, habe ich doch gesagt. Ähm, genau. Und das ist jetzt mit reingekommen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? Was mir oh, du, aufgefallen du bekommst... ist. Sorry. 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 Äh, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, dass man die Emotes von den Affiliates nicht anklicken kann und auf den Channel kommt. Nicht? Das sehe ich jetzt. Das, das gucke ich nämlich heute schon den ganzen Tag, gucke ich. Weil bei uns steht ja ne, de, oben der Name wie zum Beispiel L.O. Love, und darunter steht Channel ACDC. Also ich kann das. Und ich kann bei keinem den. Also ich habe das kann gerade aber auch in Better Twitch TV liegen. Ich habe das auch manchmal, dass ich dann auch bei Partnern nicht mehr draufklicken kann. Nee, ich kann nur bei den Affiliates, kann ich bei keinem draufklicken. Hm. Ron Liegt hat extra gesagt, hier? da steht der Channel nicht drin. Aber wenn ich... Hm. Kann irgendjemand auf, dieses, auf die Emotes von denen klicken und kommt dann auf den... Bei Nein, den ich bin jetzt Emotes steht auch nicht der Channel dran. Also, dann wird es wahrscheinlich nicht gehen. Das geht nämlich nicht. Nein. Ja, das ist mir heute aufgefallen. Seit wann kann man Emotes anklicken? Schon, Schon immer. immer. Hm. Schon immer. Wenn du ein Emote anklickst, kommst du auf den, den Channel. dazugehörigen Channel. Ja. Darum ist das ja auch immer, wenn ihr die Emotes nutzt von euren Streamern in anderen Channels, ist das ja auch immer. Aber ich meine mal ganz ehrlich, also, denn, wenn, wenn, dann könnten wir ja auch gleich Partner draus machen, wenn alles wäre. Verstehe nee, ich? Ich wollte das nur ist sagen, ist ja so, dass mir das Ich, ich denke ist. mal, das ist irgendwie so ein Goodie oder so eine, mhm. so eine Sache. Es muss ja auch irgendwo Differenzen geben. So. Ich finde es trotzdem, Weil, toll, ich jetzt auch ja, gern gehabt Ich finde es auch toll. Aber es wird wahrscheinlich genug Leute geben, die sich beschweren, warum sie nicht das ganze Paket kriegen. Weil dann, wie gesagt, also, dann könnten sie theoretisch auch Partner, verpartnert werden. So. Ja. Warum das ja, nicht aber guck geht, mal, ist? Das ist auch, auch eine gute Frage. Ja, aber du kannst doch, an solchen Sachen kannst du doch, ich weiß nicht, wie Twitch das weiter vorhat, das zu machen oder so, aber wenn du, wenn du siehst, ich, es tut mir leid, dass ich so viel von mir rede, aber das sind die besten Beispiele, die ich habe. Wer hätte ich zu einem Zeitpunkt, wo Twitch zu mir sagt, du wirst nicht gepaart hat, weil du hast zwar 500 Viewer da stehen, aber vielleicht gucken dir noch 100 zu. Hätten diese 100, die mir zugucken, die Möglichkeit gab zu subscriben, hätte, Chat, hätte Twitch gesehen, guck mal, da sind so viele Leute, die mhm. sind supportwillig, da gibt es eine Community. Also warum soll der kein Partner werden? Und das wäre meiner Meinung nach das Logischste, was Twitch jetzt machen kann, dass anhand von den Zahlen, die jetzt echt sind, die wo, wo man sieht, da ist Support von der Community, dass man die Leute hernimmt und dann sagt, guck mal, alles klar, da können wir weiter gucken, was ist da mit einer Partnerschaft, was können wir dem für weitere Features geben, etc. Das beste ja. Beispiel. Das sage ich seit die Affiliates rausgekommen sind. Das ist wahrscheinlich und es gibt nichts Offizielles von Twitch dazu, aber Twitch hat mehr Zahlen, mit denen sie jetzt arbeiten können und Richtig. die Leute bewerten können. Ja. Und wenn du jetzt ein Streamer bist, der vielleicht 50 Viewer hat, aber die haben einfach mal 200 Leute gesubbt, weil du geile Emotes hast oder weil du irgendwie alles Mögliche zockst und äh, zu jedem Spiel eine eigene Community hast, dann wird Twitch auch sagen, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen zumindest, äh, Junge, ne, du kannst offensichtlich ganz gut äh, hier Kohle für uns schäffeln. Komm mal ja. ran. Das ist doch dieser Moment, wenn gerade wo 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 du wo, wo Sascha und, und, und alle als wir an, an den Tagen, wo wir eben Partner geworden sind, da hat das Twitch ja auch gesehen, ne? Also, dass da Sub 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 Subs reingekommen sind. Das ist ich glaube, das ist eventuell ja, ein ein etwas leichterer Schritt dann um Verpartner zu werden. Geht auch, ja Wäre ja, auf jeden Fall schön. und man darf auch nicht vergessen diese ganzen ähm, diese ganze Abrechnung das Zeug kommt halt auch nicht von Twitch direkt sondern wird mit anderen Partnern ich schätze mal Xolla oder wie die heißen und anderen ähm, Abrechnungsseiten ähm, abgefertigt also ähm, anders als jetzt eben Partner die halt direkt von Twitch bezahlt werden läuft das alles dann noch über einen anderen Partner Echt? Ja, bei den Affiliates. Das kommt nicht direkt von Twitch. Das heißt, es gibt da noch eine Zwischengruppe. Ich glaube, da hängt mehr hinten dran, als wir denken. Ja, eben. Und äh, für, für glaub, Twitch als Unternehmen, wenn die, wenn, wenn die diese, diese Buttons äh, verteilen, wenn, wenn jeder dieser Affiliate-Partner ein Sub hat, was hat Twitch daran schon verdient jetzt? Also. Ja, Nein, nee nee, 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 nee. Verwaltungsakt, denke mal an den Verwaltungsakt. Du musst, ja, die, du musst ja, du musst ja auch alles den gewährleisten, das kommt ja auch mal alles noch dazu. Also ich glaube, das ist das was was früher immer so, was mir gesagt hat, ja, okay, deswegen werde ich kein Partner. Andere Dinge müssen auch bezahlt werden und ich glaube auch, dass genug Technik hinge hingestellt wird und es ist immer noch wie Leben im Kapitalismus, es muss gewinnen, abwerfen äh, so. Also das ja, Ding das ist wir Sicherheit. Wir, also nur ein Sub für einen Channel, das rentiert ja. sich nicht. Das, das ist, ist 15 nicht. oder 10 oder irgendeine Zahl. Aber das, also die werden sich damit kein Minus gemacht haben, auf gar keinen Fall. Ich habe schon von den vielen jetzt gehört, die jetzt schon irgendwie super viele Subs haben. Ja, ist doch super. Ist doch ja. so schön. Ist top. Die das Frage ist halt, ob die Leute das jetzt gerade machen, weil es super hype ist und ob es auch im nächsten Monat genauso weitergeht. Ja, das werden die Leute wieder sehen dann. Ja. No. Da kommt dann der Erdungsprozess wieder zu. Der gute. Nicht sofort irgendwie den Dom Peri kaufen, sondern erst doch mal noch ein Rotkäppchen <laughs> kaltstellen. Ja. Also, ähm, naja, und ne, also Partner haben immer noch viele, viele Vorteile gegenüber Affiliates, weil man hört jetzt auch von, von aus manchen Ecken irgendwie, was, was ist denn jetzt noch besonders daran, äh, Partner zu sein? So. Ähm, du bist immer noch Partner. Und es ist mehr als nur ein Häkchen neben deinem Namen und auf dem Kanal, sondern, ähm, wenn bei dir was los ist, kriegst du, glaube ich, immer noch schneller Hilfe, als wenn bei einem Affiliate eben was los ist. Das war ja auch immer so der wichtigste Punkt. So, du hast eine Direktleitung zu Twitch, die manchmal ein bisschen langsam ist, wie man manchmal hört, aber ähm, du hast sie. Und das haben Affiliates eben nicht. Die müssen immer noch die normale support queue bedienen, zum Beispiel. In Fee Sunset, übrigens im Chat, um das gleich mal im, im Keim zu ersticken, da wir hier bei mir zu Hause sind. Du hast überhaupt nicht zugehört. Denn jeder dieser Menschen hier hat ausgesprochen, dass er es den Menschen gönnt. Und das hat nichts mit überheblich zu tun. Du solltest eventuell deine Ohren mal waschen. Weil äh, alle wir wissen, wie, das, äh, wie schwierig das damals war und freuen uns für die Menschen. Ja. Nochmals. Eventuell solltest du noch mal ja. zurückspulen und noch mal nachgucken. Danke. Tu den gefallen, wenn du was missverstehst. Schreib nicht so einen Quark. Danke. Und das war von oben herab jetzt, ja. Weil ich das nicht mag. Das jetzt wirklich. Weiter. Bitte. Jo. Ansonsten ändert sich jetzt nicht mehr viel, ne? Also, ich glaube, die Affiliates haben jetzt alles, was, was, ähm, was sie kriegen sollten. Glaube ich. Mehr nicht. Mhm. Und das war's jetzt erstmal. Also, ähm, Partner ist noch der Unterschied, dass wir natürlich den Transcoding immer haben. Ähm, als ich glaube, den Verkauf von Spielen, haben sie das auch schon? Ja, das haben sie schon. Das wow. kam vorher schon. Nö, ja, da haben sie ja alles. Genau. Und Partner sollen halt noch weitere Features jetzt demnächst bekommen. Also auf der Liste, die ich habe, steht Premium Features coming soon. Bei Boom. Game Sales, <laughs> bei Werbung. Ähm, God, noch und mehr? So weiter. Wow. Und man darf auch nicht vergessen, es ist nur ein e für jeden den man hat. Das ist nicht viel. Ähm, du kriegst ja also als Partner direkt fünf von vorne. Ja, okay. Ja, plus die zwei noch, die, die ein bisschen mehr kosten. Ja, ich glaub. rede jetzt von dem Standard-Emote. Ist jetzt auch nicht so viel. Also, ähm, ne, das geht jetzt an die Leute, die denken, oh, Partner ist ja jetzt gar nichts mehr wert. Das ist, glaube ich, so nicht. Achso, ich wollte gerade für die Affinities rein. Was hätten wir dafür gegeben, in so ein Emote zu haben? Ja, ja, klar. Sicher. Toll. Und die können in ihrem Channel, fällt mir noch ein, haben die keine Badges. Nee, das haben wir aber das wurde geändert jetzt. Das finde ich richtig gut, dass das geändert worden ist. Weil, das ist aber auch für die Partner, wenn die verpartnert werden, haben die als Standard vorne den schwarzen Stern. Genau. Ja. Und im, im Dark-Modus siehst du den halt nicht, den schwarzen Stern. Aber normalerweise äh, gucken ja Partner das dann relativ schnell, sich äh, Batches hochladen. Und ähm, die Affiliates haben das aber jetzt in einem violetten, umrahmten schwarzen Stern. Also das sieht sehr hübsch aus, muss ich zugeben. Ja. Das sieht hübsch aus. Die Affiliates kriegen übrigens doch noch eine Sache. Werbung ist noch gar nicht mit drin. Krieg Werbung sie? steht hier noch unter Coming Soon. Das heißt, wow. die Affiliates werden dann noch Werbung schalten können. Soon, TM. Aber ganz im Ernst, ich bin jetzt ein halbes Jahr Partner. Ich habe, glaube ich, nach dem ersten Monat keine Werbung mehr geschaltet. Glückwunsch nochmal an der Stelle übrigens. Danke. Deswegen <laughs> erwähne ich's noch mal. ich es nochmal. Wie so lange bist du jetzt wünschen. Partner? Ein halbes Jahr. Kommt also mir schon vor, wie immer. Sieben Monate. Darf ich kurz noch was nehmen und zitieren? Ich lese alles vor, Zitat. Dennoch kotzt, Klammer auf, verzeih über die Aussprache, mich ganz viele Punkte. Wir ärgern uns hoch, Punkt, und dann sowas. Was? Verstehe ich nicht. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, Ich habe hier gesessen und Videospiel gespielt. Naja, erstmal hast du mit uns allen zusammengesessen hier im Plankenschnack. Das war schon mal. <laughs> Bist der Leech King, ja Hab die ganze ja. Arbeit gehabt Ja, das stimmt, hab mich doch hochgearbeitet Aber das Ding ist halt, das ist so Das ist so, so eine richtig bekloppte Aussage ähm, Partner werden Ist das eine, das davon zu leben Ist das andere so, und das hat nichts mit Ackern zu tun, nach, deinem, nach deiner scheiß Partnerschaft geht das Ackern los Und dann kannst du dir mal den Arschwundackern. Und dann hast du noch nie, wenn du diesen Vertrag unterschrieben hast, hast du keine Hürde überwunden. Nicht eine einzige Hürde, weil davon lebst du nicht. Und damit du hier sitzen kannst und deine dämliche Fresse in die Kamera halten kannst, und ich rede für mich selber, deswegen sage ich Fresse, Entschuldigung, damit du dich hier reinhalten kannst, sitzt du den ganzen Tag auf deinen vier Buchstaben nonstop, every day. Damit du das hier machen kannst. Das ist die Hürde. Und das ist das Ackern. Wenn man sich darüber beschweren möchte, kann man das tun. Aber der Einzige, der dann was falsch gemacht hast, bist du selber. Wenn du irgendwann dahin gekommen bist. Diesen Vertrag unterschreiben, den Wisch, das ist mittlerweile keine Hürde mehr geworden. Entschuldigung, dass ich das so sage, es ist allen Leuten gegönnt, aber es ist keine Hürde. Und das ist auch, das sollte nicht das, das Streben danach sein. Das ist nicht das Streben. Es dreht sich viel zu viel um dieses ganze Klimbim und Plumbum. Wir wollen hier Content machen, wir wollen hier Spaß haben, so und der Rest ist Obolos. Aber die Hürde ist, dass man da oben bleibt, wo man ist und sich nicht nach unten setzen muss, da wo man hergekommen ist. Und das sollte jeder für sich selber machen und nicht auf andere Leute gucken. Und man kann sich auch einfach mal für Leute freuen, wenn sie was bekommen haben, weil das nämlich schön ist. Geil. Und das hat nichts naja, mit also ist, zu tun. Es gibt auch Menschen, die sagen jetzt, sie wollen Partner werden, weil der Partnerstatus ist, was sie erreichen wollen. Denen ist vielleicht das, sie, sie streamen als Hobby, denen ist das Geld vielleicht egal, was sie hier verdienen, weil sie noch einen anderen Job haben äh, im RL und die möchten halt Partner sein, weil es geil ist, ein Partner zu sein. Du kommst auf Partner, Partys und und weiß ich nicht, was. Ähm, <laughs> ne? Das war ja damals der Grund, warum ich eigentlich Partner werden wollte. Ich wollte du wolltest noch auf die Party krassen, Party par coolen Partys? Ja. Eben, ja, und ähm, keine Ahnung, aber es gibt halt ne verschiedene Fälle. So nicht jeder möchte dann hier ein Partner werden, weil er eben das hier als, als Hauptberuf machen möchte. Von daher, das darf man. Ich habe äh, gleich noch ein paar Sachen. Ähm ich habe nämlich ein paar Twitter-Umfragen gestartet die letzten Tage. Die würde ich dir gleich gerne aufarbeiten. Ich habe um übrigens äh, gerade im Chat auch noch gelesen, dass äh, ich weiß nicht mehr, wo es war, so ein bisschen weg weil dass sich jetzt jemand schlecht fühlt, weil er jetzt Affiliate Partner ist, weil er weiß, wie hart das ist, dass man da früher darauf hinarbeiten musste. Das Problem ist nicht, dass es diese Affiliate Geschichte ist. Das Problem ist eigentlich eher, dass man das schätzen sollte, dass man das hat, weil es das früher nicht gab. In, in drei Jahren oder so kräht da kein Hahn mehr nach, weil dann ist es halt normal. Aber jetzt so in dieser Zeit ist es halt für die Leute die Probleme damit hatten so, dass sie dann sagen, okay, dann weiß es aber auch zu schätzen und habt nicht drei Viewer und schreibt Partnerhalb in deinen Stream. Das finde ich so affig, <laughs> wirklich. Ja. Deshalb haben wir, ich glaube, ist das ein Grund, warum die Partner, die Partner jetzt wirklich den, den Haken mit im Chat haben? Weil früher hatten äh, Abo-Button, alles klar, ist verpartnert, ne? Jetzt guckst du, glaube ich, so, äh, Häkchen, alles klar. Partner und äh, Affility, ich glaube, so kann man das äh, auf einen Blick unterscheiden. Keine Ahnung, weiß ich ja. nicht. Es wird ist auch noch auch mehr völlig kommen. Wumpe irgendwie, Ey, ja. Also, es, es, tut mir, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so hart sage, aber das sind so Sachen, die gehen mir so am Arsch vorbei irgendwie. Die <laughs> kümmern mich gar nicht. Ich kümmere mich um meinen eigenen Scheiß. Ich gucke bei den Leuten zu, freue mich, donner da einen Zap rein, sage mir so, endlich geht's hier und dann hau ich wieder ab. Ja. Das, ich, 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 boah, ich, das, ich bin gerade so wütend. Also, ich bin wirklich wütend, weil mich dieses Thema so unglaublich wurmt, dass das, dieser Neid und dieser ganze Quark und doch ein bisschen sein. Das kann ich nicht, eben nicht nachvollziehen, weil ich glaube, weil, weil die Möglichkeit, Affility zu werden, ist ja nicht. Ähm, okay, ich bin ausgerüstet. Danke, cool. Das ist nice. nicht Danke, äh, etwas, was, okay. was nicht schaffbar ist. Das sind ja wirklich keine großen Eigenschaften, die man da. Ne? Also, ich, ich verstehe den Neid nicht. Ich finde das super. Es muss sich keiner schlecht fühlen, Affility zu sein. Wir sagen ja selber, wir hätten es uns gewünscht. Ich hab, also wirklich, ich hab, ich hab immer, ich, nicht eine einzige Person habe ich gesehen, irgendwo, die sich darüber beschwert. Nicht eine. Oder oh auch nur die gesehen, oh die sich oh beschwert, oh, darüber beschweren ist. Live, live im Stream. Nicht schon. Das möchte ich sehen, bitte. Dann gib mir mal da in Input. Ich, mit aber das jetzt noch. Kriegst du Natürlich jetzt nicht, aber. Kriegst du oh. nachher, da schlackerst du mit den Ohren. Hm. <laughs> oh ja. Ähm. Das war übrigens bei YouTube früher so ein ähnliches Problem. Ich habe es selber nicht mitbekommen, ich habe es danach erst gehört, ähm, weil ich nie YouTube gemacht habe und auch damals noch nicht so wirklich ähm, YouTube geguckt habe. Aber YouTube hatte ja auch mal ein System, wo sie Partner hatten, wo man sich erst drauf bewerben musste oder so. Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert hat, wo man dann erst mit YouTube anfangen konnte, Geld zu verdienen. Und auf einen Schlag haben sie dann plötzlich das für alle frei gemacht. Und dann haben, da war das auch das Geschrei eben groß, irgendwie, dass. Die einen Leute halt viel dafür arbeiten mussten und ähm, jetzt plötzlich das an alle rausgegeben wird. Heutzutage wissen das die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr und es interessiert auch niemanden mehr. Ja. Da setzt du nur noch ein Häkchen ja. und wenn du gut genug bist und genug Ad Revenue gesammelt hast, dann kriegst du es halt ausgezahlt. So wird sich das bei Twitch früher oder später wahrscheinlich auch entwickeln, ähm, dass es noch mehr geben wird und man noch weniger sozusagen erst gr an Größe. Erreichen muss, um eben ausgezahlt zu werden. Aber das ist nichts Schlimmes. So, weil am Ende geht es nur um Geld. Oh Gott, und wenn ihr irgendwo in einem Stream drin sitzt, wo sich der Partner darüber aufregt, dass er wirklich die, die, dass die Affilities ihnen die Subs wegnehmen, dann Schick wechselt mir bitte den Kanal. Den Link vorher, bevor ihr wechselt, ich will es sehen. <laughs> nee. Nee. Ja, dann musst du besseren Content bringen. Also, oder überhaupt Content bringen. Dieses Geheule ist so. Ich freue mich. Ja. Und ich habe schon super schöne Emotes gesehen. Ich freue mich für die Affiliates sehr. Wenn wir jetzt das Thema wechseln, wir haben uns schon lange genug mit diesem Affiliate-Scheiß nee. da rumgeärgert. Nee, ich will nicht. davon nichts mehr hören. Eben nicht. Kommt ja noch. Also ich habe äh, zur Info. Ich habe für. für ähm als Hintergrundinformation, was mich interessiert hat. Ich habe irgendwann letzte Woche hier gelegen, konnte nicht schlafen, weil ich um 2 Uhr irgendwie wach geworden bin, weil ich viel zu viel gegessen hatte vorher. Und dann lag ich bis, bis morgens hier rum und habe so ein bisschen nachgedacht über das Thema. Und dann bin ich aufgewacht, irgendwann morgens, also aufgestanden, irgendwann morgens und habe eine, eine kleine Twitter-Umfrage äh, aufgemacht. Ähm, mit der Frage: ähm, Wer an den Strie von den Streamern, die eine Einladung bekommen hat haben, sie nicht angenommen haben? so ich habe drei optionen den leuten gegeben einmal angenommen einmal nicht angenommen und dann einmal die sogenannte kontrollgruppe wo leute eben die sich die ergebnisse angucken wollten also wenn sie schon partner sind oder eben nur viewer und gar nicht selber streamen die konnten dann da drauf klicken damit sie überhaupt was zum anklicken haben sonst hätte das alles die ergebnisse verwischt und ähm, ich habe das mal ausgerechnet. Also 28% haben es angenommen, 18% haben es nicht angenommen und 54% sind, sind eben gar nicht in Frage gekommen für die Umfrage. Ähm, das sind bei 239 Leuten, die damit abgestimmt haben, 67 Leute, die es angenommen haben, die Einladung und 43%, die es nicht angenommen haben. Ähm, was im Vergleich schon, finde ich, relativ viel ist. Ähm, finde ich. Also es ist fast. Ja, nicht gleich, aber ne, 43 zu 67 ist schon nicht so weit voneinander entfernt. Weil man, weil ich das Gefühl hatte, nach so dem ganzen Hype von den Affiliates in den letzten äh, Tagen, gerade jetzt mit dem Sub-Button, klang es so, als wenn jeder, der die Einladung bekommen hat, sie auch angenommen hat. So, man hat die anderen Stimmen irgendwie gar nicht mehr gehört. Und weil es mich interessiert hat, wie viel es tatsächlich waren, habe ich das nämlich dann gefragt. Und ich habe dann noch, damit ich ein besseres Bild davon bekomme, eine zweite Umfrage am nächsten Tag gestartet. Ähm, um mal zu fragen die Leute, die es nicht angenommen haben, wie groß die Kanalgröße ist, also wie viele Viewer sie regelmäßig anziehen. Ich habe den Leuten die Option gegeben, drei bis 19 äh, Viewer regelmäßig, 20 bis 39 und mehr als 40. Und dann noch eben eine vierte Kontrollgruppe eben wieder für die Leute, für die das nicht zutrifft, also angenommen ähm, Partner und äh, Viewer. Und da bin ich nämlich dazu gekommen, dass 23 Prozent von den Leuten, die es nicht angenommen haben, 3 bis 19 Viewer haben, also relativ wenig, so das Niedrigste. 3% haben 20 bis 39 und 8% mehr als 40. Und dann waren es eben 66 bei der Kontrollgruppe. Das ist, ich habe es mal rausgefriemelt, 27 Leute von denen, ähm, also, nee, Moment, zusammengerechnet waren es dann 40 Leute, die nicht angenommen haben in der zweiten Umfrage. Da haben allerdings auch nur 118 teilgenommen, also nur die Hälfte ungefähr. Aber es haben tatsächlich mehr oder weniger, ähm, genauso viele Leute mitgemacht, die eben auch bei der ersten Umfrage nicht angenommen angeklickt haben. Und da waren es tatsächlich 27 von den 40 ähm, haben wenig Viewer, also drei bis 19, vier Leute 20 bis 39 und neun mehr als 40. Also neun Leute bei mir dann. Ähm, das ist bei weitem nicht irgendwie relevant oder so. Es haben ja nicht jetzt nicht super viele Leute teilgenommen an der Umfrage, aber so ein Bild. Habe ich schon mal bekommen. Also, es sind tatsächlich neun äh, Leute, die mehr als 40 Viewer haben und trotzdem die ähm, Einladung nicht angenommen haben, obwohl sie einen Sub-Button bekommen. Ähm, das fand ich schon ganz schön viel. Also, mehr als ich erwartet hätte, muss ich zugeben. Wenn ich mehr als 40 Viewer hätte, hätte ich es wahrscheinlich sofort angenommen. Ich habe auch mal nach den Gründen gefragt und ähm, da waren, ich habe verschiedenes Feedback bekommen. Also, die einen haben gesagt, sie haben es wieder beendet, weil sie gar keinen Nutzen darin gesehen haben. Ähm, der Aufwand war zu groß, wie wir ja schon gesagt haben, also das Steuerinterview ähm, etc. Das war es denen einfach nicht wert, die ganzen Daten anzugeben. Ähm, es gibt, gibt Leute, die haben gesagt: Ich will das hier gar nicht für Geld machen, ich mache das hier als Hobby, ich will gar keinen Button haben, um eben nicht als ähm, gierig dazustehen, sondern ähm, ne, mir geht es eben nicht ums Geld oder um Sub ähm, damit zu verdienen. Die haben es nicht angenommen. Es gab Leute, die gesagt haben, ich will überhaupt gar kein Affiliate sein. Ich möchte das überspringen und halt weiterarbeiten und irgendwann Partner werden. So für mich, das ist jetzt nicht, was ich sage, sondern andere Leute haben gesagt, für mich ist das Affiliate-System nichts. So ich möchte weiter hart dafür arbeiten, um, um Partner zu werden. Ähm, fand ich auch interessant. Und es gibt Leute, die gesagt haben, nö, ich mache weiterhin auf YouTube äh, Content und ich möchte eben nicht diesen diesen Vertrag ab äh, unterzeichnen, dass mein, ähm, das mein das nämlich auch wichtig. Denkt daran, ähm, alles was ihr bei Twitch streamt, ist halt an, als Affiliate auch als äh, an an so einen Exklusivitätsvertrag gebunden. Das heißt, ihr ähm, dürft nicht gleichzeitig auf YouTube und auf Twitch streamen und alles was ihr gestreamt habt, muss 24 Stunden exklusiv auf Twitch Bleiben und erst dann dürft ihr die Vods bei YouTube hochladen. Das habt ihr quasi mit dem Affiliate-Vertrag so, 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 äh, mit unterzeichnet. Das darf man auch nicht vergessen. Und das äh, schreckt dann auch wiederum Leute ab, die sagen, ich mache jetzt gleichzeitig YouTube und Twitch und möchte gar nicht, dass das exklusiv nur auf Twitch zur Verfügung steht. Ja. Das waren jetzt viele Zahlen. Ich hoffe, die kamen vernünftig durch. Herr Stepsik, ich, ich danke an der Stelle für diese, ähm, für diese wunderbare Recherche. Gerne. Wollte ich gerade sagen. Für die gute Auswertung. Ja. Danke, hey, Joa. You. You're welcome. Ich muss sagen, Aschiblift. Aschiblift. Ja. <laughs> soll das RP spielen? Was soll denn Sind wir dann ja. durch? Ja. Ciao. Okay. Wollen wir kurz Pause machen? Ja. ja. Sali, willst du... So. Haben wir überhaupt noch so viel? Brauchst Sali, du jetzt Pause, du? Sali? Wegen... Ja. Okay. Ach so, ja. okay. Ja, denn äh, fünf Minuten? Jo. Okay. Ja. Okay. okay. Also wir machen fix mal fünf Minuten Pause und äh, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, gleich. Äh, bis gleich. Gleich. Sind wir wieder zurück aus der Pause mit? Oh Gott, hoffentlich richtig. Yes, we did it. Cool. Entschuldigung, dass die Möwe am Anfang nicht da war. Es tut mir leid. Es war einfach nicht möglich, die Möwe, der Möweneinspieler. Die Technik gab es nicht. Möwe, hier. jetzt habe ich es verstanden. Ja, bei uns laufen Möwen im Pausescreen. Keine ja, Musik, ich Möbel. Drin. Was für Möbel? Möbel. Möbel? Ja, Möbel. Aber es laufen Möbel rum. Du ja, hast du auch schon mal Möbel. Slabby. Die Twitch News, Baby. Beep, Komm. Beep, 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 Beep. Die Twitch News. Geil. Cool. Ja. Finde ich gut. Vielleicht sollten wir bald mal so einen Einspieler für dich machen. Sollten wir. Habe ich auch schon Ewigkeiten gesagt, aber es will ja keiner machen. Ähm, wie dem auch sei. Ich meine, über Affiliates haben wir ja jetzt schon geredet, ne? Das haben, haben wir ja in aller Ausführlichkeit erzählt. Das heißt, das brauchen wir nicht unbedingt. Dann was anderes, was wir in dem Nebensatz erwähnt haben, äh, haben Partner halt jetzt das Verified-Icon auch noch im Chat. Also nicht nur im Chat neben ihrem Namen, sondern im Stream oben neben dem Namen ist auch nochmal ein Icon jetzt mit drin. Das heißt, sobald ihr da reinkommt, müsst ihr nicht mehr nach rechts oben zum Sub-Button gucken, sondern nach links oben, um zu sehen, aha, der ist äh, gepartnert. Äh, darunter, da sieht man jetzt quasi, welche Streamer gepartnert sind. ist, ein, ist eine Kleinigkeit. Sollte man aber vielleicht auch erwähnen, wenn das vielleicht noch nicht jeder mitbekommen hat. Dann wurde der Clip Manager überarbeitet. Man kann jetzt in den Einstellungen, ähm, ich weiß gar nicht, wo genau das ist. Äh, auf jeden Fall bei Clips. Ich glaube, so, so, sogar wenn man in myclips.twitch.tv geht, wird man sofort dahin geschickt, ähm, haben direkt eine Umleitung eingerichtet. Ähm. Das ist jetzt, sieht jetzt alles ein bisschen übersichtlicher aus und man hat mehr Optionen und so. Also, falls ihr viel mit Clips arbeitet, könnt ihr das da sehen. Die eigenen, die man selber bei anderen Kanälen gemacht hat und natürlich auch die, die andere bei sich im Kanal gemacht haben. Das wurde überarbeitet. Soll ich da mal den Link? Äh, ach, du machst Ich schon? bin schon, ich bin bei, ja, ich bin bei. Ich glaube aber, dass der falsche ist. Ja, 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 habe ich, hab ich gesehen. Aber, ja, Alles cool. Sehr gut. Ich finde ja, schön, ja. dass man das hier sieht, ja. wo, wo Leute hinklicken. Toll. Ähm, genau. Eine Sache, die sehr, sehr cool ist, ähm, die kriegen jetzt wiederum Partner. Und zwar Partner, die länger als 90 Tage äh, Partner sind und die nie irgendwie äh, Probleme mit der TOS hatten, also nicht einmal irgendwie für 24 Stunden oder so gebannt worden sind, so verstehe ich das zumindest. Äh, dürfen jetzt Emotes hochladen und sie sind instant freigeschaltet. Das heißt, man muss jetzt nicht zwei Tage bis 14 Tage äh, warten, ähm, bis ein E-Mode hochgeladen ist, sondern man kann theoretisch jetzt dahergehen und sagen, so, ich lade jetzt diesen Hintern hoch und ähm, es ist direkt hochgeladen. Man sollte trotzdem keine Hintern äh, hochladen. Das könnte zu Problemen führen. Ich weiß nicht, ob es noch... Was mir persönlich fehlt, ist eine extra Anlaufstelle, wo ich Sachen hinschicken kann, bei denen ich mir persönlich nicht sicher bin, ob Twitch das überhaupt gut findet. Ähm, wie eben einen Hintern. E-Mail. macht e alles. Hi. E-Mail. Ron, ja. Kann man ja, hast ja Möglichkeiten. Genau. Ähm, also, das finde ich ganz schön. Jeder, der Partner ist, darf jetzt eben die Emotes instant hochladen und muss nicht mehr Ewigkeiten warten, bis es freigeschaltet wird. Das ist sehr cool. Und, ich glaube, neben den Affiliates größte News, die ich allerdings jetzt nicht wirklich recherchieren konnte, weil ich es mit meinen zwei kaputten Handys nicht hinbekomme, ähm, ist, es gibt eine neue Smartphone-App von Twitch. Version 5.0 ist rausgekommen. Mhm. Ähm, das Geschrei ist natürlich groß, wie bei jeder Überarbeitung der, mhm. der ähm, App. Ich habe selber noch nicht reinschauen können. Aber was eben jetzt möglich ist, und das ist, glaube ich, die größte Neuerung, ist, man kann direkt aus der App heraus livestreamen. Ja, super geile App. Also mega. Das das hab ich habe jetzt nur Positives diese Sache mit dem gehört. Streamen. Ja, super gut. Das Und der gut. Dark Mode, press the Dark Mode, wirklich. Was man kann aber ja, stream, also ich nicht. Ja. Doch. Wo muss man denn vielleicht, da hin? Vielleicht bist du nicht jetzt vielleicht man. nicht Ding. Slappy. Denkst du denn, ich bin vollkommen dämlich oder was? <laughs> Klick jetzt bitte nicht live gehen, sonst sehen die Leute dich von deinem Handy und dann könnten sie eventuell unser komisches Google-Doc-Sheet sehen oder so. Und ich könnte keine Viewer mehr leachen und keiner würde mir nachher folgen, wenn du das immer so schön sagst, dass alle mir folgen sollen. Warte sie nein, jetzt nicht! Ja, ist okay, ich lege das, das weg. Ich guck, steht da in der Liste, Mann, du sollst das nicht vorlesen. Ich guck, also es ist ein bisschen, es ist eine Regieanweisung. Das ist Sag, ein bisschen tricky tatsächlich, ich musste nämlich auch erst suchen. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich werde es testen. Wenn du diese App geöffnet hast und auf dein Profilbild tippst und dann unter Post dein Update hast du ein Kamerasymbol. Hm. Okay. Ich habe die App wieder zugemacht, ne? Ja, danke. Cool. Sascha, übrigens, Regieanweisung steht hier. Du musst mir dafür gratulieren, dass ich jetzt Partner bin. Ich weiß nicht, ob du das nicht gelesen hast. Ich mich daran Was? Seit wann? <laughs> Seit wann bist du Partner? Seit dem 1. Dezember 2016. Ah. Standing Ovations! Woo! Danke. Ich mag diese, ehr ehr diese ehrliche Freude. Ja, gerne. Authentizität. Hast du auch Ober schon die Maus? 9000. Was? Hast du auch schon die Maus? Ja, hab schon hochgeladen. Ich warte noch auf. Äh, so, ja, das waren die Twitch-News auch schon. Das war's schon, weil wir haben ja über den größten Punkt vorhin schon geredet. Und ähm, mehr kam dann nicht mehr. Meinen Recherchen nach. Warum jetzt Salz? I don't know. Das Salz, ja. Ich hab Hunger. Ich auch. Ja es ist übrigens das Phänomen, ich habe in jedem Plankenschnack Hunger. Ja, ja. und nach jedem Plankenschlag fährst du was zu essen holen. Das ist richtig. Ja. Hm. Streamer, ja. Der, Streamer der Woche ja. oder ihr habt noch was auf dem Herzen, weil äh, bei Twitter war es heute sehr ruhig, aber wir haben euch ja auch nicht dazu aufgefordert. Das stimmt. Ja. Das ist also, ähm, ja. Wir liegen ja auch gut in der Zeit, ne? Wir liegen also. optimal in der Zeit eigentlich. Es ist perfekt. Es ist genau die richtige Länge. Dann, Streamer der Woche. Streamer der Woche. Wer möchte anfangen? Okay, ich fange an. <laughs> okay. Ähm, an. Oh, ich muss gerade wieder dieses, äh, diesen Fehler beheben, den wir immer haben. Man kann nicht, wegen Hust. Jetzt, ja. Äh. Okay. <laughs> Also, ähm, ich habe mir, hab mir diese Woche jemand sehr cooles ausgesucht, den ich persönlich sehr, 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 sehr nett finde. Das ist nämlich der, oh Gott, ich weiß immer gar nicht, wie man das ausspricht, Barnacles, glaube ich, Barnacles heißt der. Das ist eigentlich ein Tech-YouTuber und äh, hat eigentlich alles das, was ich nicht mag, so ein vollgeballertes Overlay mit allem möglichen Scheiß an, an Finanzen. Aber der Typ ist einfach so der Burner, was, äh, was Technik angeht. Und äh, er redet sehr viel mit der Community und ist super witzig und äh, völligst hyperaktiv. Und äh, ich gucke ihn sehr gerne. Er hat irgendwie immer so, so einen Morning-Stream oder so. Und ähm, ist Ami, also spricht auch Englisch. Und da kann man sich echt gut berieseln lassen. Also für mich persönlich ist das der Fund äh, der Woche. Ich hatte das ein Video von ihm mal gesehen und... Äh, muss wirklich gestehen, er ist ein sehr witziger Typ und da kann man auch mal ab und zu mal ein bisschen was lernen, wenn man möchte. Achso, den, den, den Link noch in Chat, mache ich den gleich. Nicht tatsächlich sogar. Der ist echt cool. Aber auf YouTube kann ich den. Ja, genau, der ist auch eigentlich YouTuber, streamt auf Twitch. Wie ähm, heißt der? Barnacles. Ach Barnacles. Ja. Sagt mir nix. Barnacles. Super Technikaffin aller Typ ähm, so PC Technik oder ja, ja also alles alles Mögliche letztes Mal hat er über diese äh, Währung, also äh, Bitcoin und sowas hat er so ein bisschen gequatscht und philosophiert und hat mal sein Wissen kundgetan und der der ist mehr so wie du in Computerspielen also der, der saugt das echt alles ein und das ist richtig krass hm. das ist hm. äh, eine coole Nummer fehlt noch der Link ja, ja, den kann ich gerade nicht posten. Also, falls jemand den Link dazu haben sollte, weil ich bin ja in einem in Wort drin, dann das geht nicht. Ähm, so. Sascha. Ja. It's your turn. Und mein Streamer der Woche. Ja, ich muss mal schnell das einen Clip anmachen. Ist, ähm, keiner, der neu ist, auch wahrscheinlich keiner, den ihr nicht schon kennt. Ähm, und zwar ist mein Streamer der Woche der gute Mundai. Der Daniel. Ähm, aus dem einfachen Grund. Daniel ist einer, den ich persönlich äh, sehr schätze, weil er trotz seiner Größe, seiner Reichweite, trotz dem, was er tut, ich glaube tatsächlich schon fast ein Paradebeispiel ist dafür, dass man auch einfach ein ganz normaler Dude sein kann, obwohl man so einen fucking Erfolg hat. Ich glaube, das fasst eigentlich alles zusammen. Und deswegen ist Monday mein Streamer der Woche. Und weil er eine geile Stirn hat. Ich verstehe das gar nicht. Ich, ich sehe sowas nie. Liegt das daran, weil ich selber eine hohe Stirn habe oder warum sehe ich nicht, dass der... Nee, seine Stirn ist ja, ist ja doppelt so hoch wie deine. Ich finde das gar nicht so markant. Ich sehe das nicht, wenn Leute so eine ho hohe Stirn haben. Ich habe mich am Anfang auch über die Emotionen. Ach so, wegen der hohen Stirn und dann so... Weißt du? Ja. ja. Sehe ich nicht. Also, ich habe ihn im realen Leben gesehen und äh, also wenn man auf seine Stirn von der Augenbraue bis hoch zu den Haaren geht, hat man äh, glaube ich im realen Leben fast die Welt einmal umrundet. So viel ist das. <laughs> Munda, ich hab dich lieb. Ich hab dich erst einmal real gesehen, aber love you. <laughs> ich glaube, das kann er Ähm, Sali, du. Alexi Beksi. Äh, hm. YouTuber und Streamer. Ich habe den ähm ja, er hat so für mich. Oh? Auf Handys, hab ich <laughs> ich habe den erst neulich für mich entdeckt. Ich mag sehr gerne seine, seine Testsachen. Er probiert einige elektronische Sachen aus. Jetzt letztens, das habe ich mir angeschaut von der Haselblade X1D. Das ist eine Kamera, die 10.000 Euro kostet, die man aber im Filmbereich ist, die... Also das ist schon Wahnsinn. Er nimmt die Sachen so auseinander, das auf eine sehr lustige Art und Weise. Zu dem parodiert er englischsprachige Lieder. Ich glaube, er hat das von der netten, wie heißt die mit dem Schaum? Kommt heavy. Wie? Baby! Genau, das Lied hat er übersetzt auf Deutsch und das hat er auch mit Adele gemacht und ich finde ihn super lustig. Also den gucke ich mir wirklich, wirklich gerne an. Ich finde ihn fantastisch. Er macht tolle Videos. Er ist lustig. Ist ein intelligenter Mensch. Ich finde ihn toll. Mag ich gern. Alexi Bexi. Und streamt doch ab und zu auf Twitch. Nom, 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 nom. Apropos nom, nom. Du hast eine Überleitung. Das ist der Wahnsinn. No? Übrigens, Leppi, ich möchte dir nochmal gratulieren an der Stelle sub Mann. Glückwunsch du zur Partnerschaft. Du hast dran gedacht? Ich habe dran gedacht, ja. Hab ich mir extra aufgeschrieben. Wir kommen die Tränen? Wahnsinn. Glückwunsch. Damn. Apropos NomNom. -nom. Ähm, ich habe einen Koch-YouTuber tatsächlich ähm, ausgesucht diesmal. Ich weiß nicht, ob ich ihn hatte, aber bei 44 Folgen habe ich einfach den Überblick verloren, wenn ich schon. Nee, um hast du nicht. nicht. Ähm, Binging with Babish heißt der. Ähm, ist mit, also finde ich mit Abstand der 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 beste Koch-YouTuber, den es gibt, der nimmt sich nämlich nicht irgendwelche Sachen, Rezepte, sondern er nimmt sich Rezepte aus irgendwelchen Serien, Filmen ähm, und so ein Gedöns. Er hat zum Beispiel äh, letztens ein Cocktail-Special gehabt, ähm, weil er 1 Million YouTube-Subscriber erreicht hat, irgendwie in Rekordzeit auch. Und ähm, hat dann zum Beispiel ähm, Cocktails aus James Bond und, und äh, Big Lebowski und so solche Sachen halt ähm, zusammengepackt. Ansonsten hat er halt. Humor Simpsons Moon Waffles sehe ich hier gerade. Ähm, was ziemlich geil war, war das, der Krabbenburger von SpongeBob und solche ge Geschichten. Und es klingt halt, wenn man es nur so liest, klingt es halt super dämlich. Aber er nimmt halt immer erst das Grundrezept, wie es halt in dieser Serie oder im Film erklärt wird, und packt das zusammen, was meistens ungenießbar ist. Und dann nimmt er nochmal das Ganze und nimmt einfach die besten Zutaten, die er kriegen kann, und macht richtig was Vernünftiges, Essbares draus. Und verpackt das dann noch unterhaltsam. Also, ähm, selbst wenn ihr nicht gerne Koch-Channels guckt, checkt den mal aus, weil der ist echt richtig, richtig, richtig gut. Außer ihr ja, habt Hunger. Hunger, dann solltet ihr nicht gucken. Ich hab Hunger. Dann sind Krass, wir ist das Was? Dann sind wir durch. Haben wir alle gepostet, ja, ne? Könnt ihr nochmal ein Mod alles zusammen in ein äh, Ding ballern und mal so richtig schön? Bam. Cool. Das freut mich. Dann äh, sind wir, glaube ich, äh, durch, oder? Mit dem Plankenschnack heute. Ja, Überpünktlich. Streamt doch irgendeiner von euch heute? Ja. Bis mhm. gleich. Also ich würde erstmal jetzt was essen gehen und so, das wird ein Nachtstream, das wird ein totaler Nachtstream. Bis, bis, okay, äh, wir bleiben auch, wach, bis die Wolken wieder lieder sind, vermutlich. Ich weiß es noch nicht. Okay. Erstmal essen. Und dann gucke ich dir nicht zu. Alles klar, dann lass es halt sein. Ja, okay, kein Ding, weißt du. Ich würde dir das nie unter die Nase binden, weißt du? Aber seitdem weiß. du GDA streams, bist du voll der Schnösel geworden super Hashtag arrogant liest lies kein Chat mehr und so du sagst kaum noch Nö. Danke fürs Subs weißt du also das du es nicht mehr nötig nachdem du 600 verloren hast <laughs> Entschuldigung aber ich habe auch 500, selber ja. für, oh dahin. Entschuldigung ich wollte nicht aufrunden, aber ich habe die nächste Woche mit eingerechnet das finde ich so schön wenn man äh, das hatte ich heute auch im, im Stream schon mal gesagt ja ich finde das schön, wenn man sich persönlich kennt und solche Sachen zueinander sagen kann. Ich finde das, find das wirklich klasse. Für, einen, für den einen oder anderen da draußen sieht das mal aus, als wenn wir uns nicht mögen. Aber ja, nicht. nee. Das ist alles nur Reichweitengeiererei, habe ich gehört. Mensch, ja, also. oh. das ist e E-Guy. Schaut mal unten rechts, das ist mein <lacht> Kanal. <lacht> das DJ Energizer. Hast du eigentlich eine App? Ich habe sogar eine eigene App für eure Was? iPhone- und iOS-Geräte, ja. Wow, wow. Cool. die ist sogar kostenlos. Fürs iPhone und iOS. IPhone. <laughs> iPhone und Android. Großartig. Was? Ja. Ja. Aber also ich muss wirklich sagen, mir gefällt das sehr gut, dass man auch untereinander mal so richtig schön die Pistole aufeinandersetzen kann. Das ist gut. Das solltet ihr da draußen übrigens wissen, das ist im Plankenschnack nie ernst gemeint, ja, auch wenn das mit Slabby passiert und so, das ist immer, immer witzig. Nee. So ja. Nein, ich möchte <laughs> ihm gar nicht gratulieren zum Partner. <lacht> 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 okay. Ähm, ich sag einfach mal, ich fange an und sag tschüss. Äh, vielen Dank, Leute, dass ihr vorbeigeguckt habt. Äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, wie immer, sonntags hier, gehe ich ganz stark davon aus. Mit Slabby Sali und äh, Marseille. Wer da noch so vorbeikommt. Ähm, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Äh, folgt uns auf Twitter massivst, mit voller Kraft und Power. Schaut in den jeweiligen Twitch-Channel vorbei, was es da sonst noch für Infos gibt. Vielleicht gibt es da noch eine App oder so. Oder vielleicht in der Twitch-App auf dem Twitch-Server. Man weiß es nicht, auf dem Twitch-Server. Dankeschön an alle Leute, die äh, hinter der Kamera uns geholfen haben. Da ist es mittlerweile auch schon ein paar mehr Leute, die uns äh, mehr oder weniger helfen. Und äh, love you long times. Danke Sascha, dass du hier warst und ich hoffe, wir sehen uns bald. Wieder. Nicht nur am Telefon. Achso Sascha, du hast das Schlusswort. Ja, das kennt er doch schon. Das müsstest du ja langsam wissen. Wollte ich ja? was sagen, das weiß er doch. Es war schön Sascha, dass du da warst. Mal wieder. Ich weiß, was ich gerne mache. Ich, bin, ich halte gerne die Bilder aneinander. Weißt du? Vom ersten Schnack mittleren und von jetzt und schau mir so die Entwicklung von uns an, so von den Gesichtern. Das ist... Äh, ich finde das witzig. Ich glaube, außer Slabby sind alle fett geworden. <laughs> Entschuldigung. Was ja, so. heißt Fett? Wir sind erwachsener und reifer geworden. Gegen ja. die Breite, Haare werden weniger, so, man auch ne? mehr. Es war ganz wundervoll heute. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Es war ein schöner, kurzer, knackiger Schnack. Auch wenn ich die ganze Zeit auf zwei eingefrorene da unten noch gucke. <laughs> Sascha hat bei mir noch die Sonnenbrille auf. Gut. Und Slabby guckt so. Es war echt schön. Guten Start in die neue Woche und ähm, schön mit Ö, zwei Finger. Ähm, ja, von mir auch vielen lieben Dank, dass ihr so ähm, zahlreich hier wart, ähm, dass ihr mit uns mitdiskutiert habt, uns dabei zugehört habt, allen anderen hinter der Kamera, also hinter, hinter der Kamera, ähm, die mithelfen natürlich auch vielen lieben Dank. Bis mithelfen, Sascha, dir natürlich danke, dass du hier warst. Mal wieder ist immer wieder eine Freude. Es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ähm, wir sehen uns wahrscheinlich als nächstes auf der Gamescom, hoffe ich doch. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß da draußen und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ja, äh, auch von meiner Seite wollte ich euch sagen. Ähm es stand vor eines Hauses Tor ein Esel mit gespitztem Ohr, der keute sich an Bündel Heu gedankenvoll äh, und still entzwei, und kommen da und bleiben stehen der naseweisen Bubenzwehen, die auch sogleich, indem sie lachen, verhasste Redensarten machen, womit man denn bezwecken wollte, dass sich der Esel ärgern sollte. Doch dieser hocherfahrene Kreis beschrieb nur einen halben Kreis, verhielt sich stumm und zeigte itzt die Seite, wo der Wedel sitzt. Was möchte der Künstler uns damit sagen? Ja, ich weiß Tschüss. 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 Schön Abend noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.